Ja, das Podium, die erste Runde sortiert sich schon mal. Ich darf Sie begrüßen. Herzlich willkommen hier in der Heinrich-Böll-Stiftung. Während noch einige nach einem Platz suchen, fange ich einfach schon mal an mit ein paar Hinweisen. Sie sehen hinter sich eine Kamera. Wir weisen auch in unserer Einladung darauf hin, dass das Podium die Debatte per Livestream ins Netz übertragen wird. Vergessen Sie sie einfach und ja, diskutieren Sie mit. Die Reihe Streitwert findet statt in Kooperation mit der Wochenzeitung Der Freitag. Streitwert heißt, Kontroversen sind erwünscht, sie haben einen Wert. In dieser Reihe des Gunda-Werner-Instituts nehmen wir aktuelle Themen auf die Agenda und beleuchten sie geschlechterpolitisch. Das Thema heute ist natürlich in diesem Sinne ein ganz besonderes. Als wir es geplant haben, das Thema für heute, sind wir davon ausgegangen, dass es eben nicht unbedingt eine tagesaktuelle Debatte sein wird, weil die große öffentliche Prostitutionsdebatte fand eher gegen Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres statt. Aber bei dem Thema wissen wir, nach der Debatte ist vor der Debatte, sprich die nächste Debatte kommt bestimmt. Wir waren aber der Meinung, der Streitwert dieser Debatten um Prostitution und Sexarbeit ist wichtig, für uns auch aus Gunda-Werner-Instituts-Sicht, denn es ist ein Thema, was von Feministinnen schon lange und differenziert auch diskutiert wird. Und auch das hat einen Streitwert. Deshalb haben wir heute ein Podium eingeladen, um auf diese Prostitutionsdebatten zu schauen, unter dem Titel Mein Körper gehört mir, oder? Und wir laden Sie auch ein, nach dem Abend heute eventuell weiter zu diskutieren auf unserer Website. Wir haben einen Blog, ebenfalls mit dem Titel Streitwert, wo wir auch zu dem Thema heute Abend um Beiträge gebeten haben und es auch weitere Beiträge in den nächsten Wochen geben wird. Also Sie können sich weiter an Debatten dazu beteiligen. Ja, so viel der kurzen Vorrede. Ich möchte die Moderatorin vorstellen ganz kurz und dann werde ich auch an sie abgeben und sie wird die Gäste nach und nach vorstellen. Ulrike Baureitl ist auch Lehrbeauftragte an der Humboldt-Universität und schreibt für den Freitag. Diesen hat sie auch selber mit gegründet. Ihre Schwerpunkte sind Entwicklungen in der Gen- und Reproduktionstechnologie, Gesundheitsthemen und soziale Ungleichheit. Abschließend von mir ein Dankeschön an alle Kolleginnen auch im Haus, im Gunda-Werner-Institut, Christine Weiß, aber auch die Kollegen, Kolleginnen, Tagungsbüro, in der Kommunikationsabteilung und der Technik, die für das Gelingen heute sich eingesetzt haben. Herzlichen Dank dafür und Ihnen allen und uns wünschen wir eine spannende Debatte. Ja, vielen Dank, Susanne Dier. Ich freue mich auch, dass Sie heute so zahlreich gekommen sind, trotz halb K.O.-Runden der Weltmeisterschaft und andere interessante Angebote, genderspezifische Angebote in der Stadt. Also das Thema scheint ja aufzuregen. Und wenn man sich so ein bisschen dieses Feld anschaut, Prostitution ist Ausbeutung und Sklaverei, meine Möse gehört mir, Hände weg von meiner Hure. In diesem Spannungsfeld befindet sich die seit etwa einem Jahr wieder aufgeflammte Prostitutionsdebatte. Gehört mein Körper mir oder ist der Staat in Zugzwang, nicht etwa das Laster, sondern die Frauen zu schützen, möglicherweise gegen sich selbst. Die Rede über Sexarbeit ist wie bei keinem anderen Beruf sehr ideologisch verbrämt und hängt von den Fantasien, den Dispositionen und den Erfahrungen der Sprechenden ab. Wie schon im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts wirkt Prostitution wie ein Spaltpilz auch in der Frauenbewegung. Offenbar ist Sexarbeit nach wie vor keine private Angelegenheit, die
im Vergleich zum Beispiel zu Schweden oder Frankreich den Staat mit unterschiedlichem Nachdruck auf den, sondern eine öffentliche Angelegenheit, die den Staat wie in Schweden oder in Frankreich und jetzt eben auch in Deutschland auf den Plan ruft. In der Käuflichkeit der Liebe steckt offenbar ein Stachel, der die bürgerliche Gesellschaft bis heute aufs Blut reizt. Wir wollen heute Abend versuchen, nicht etwa den Stachel zu ziehen, sondern vielleicht so weit ins Fleisch zu treiben, dass daraus Erkenntnis kommt. Dazu haben wir zwei Expertinnenrunden eingeladen. In der ersten Runde geht es zunächst ein bisschen um die Geschichte der Hurenkämpfe, sie einzuordnen in die Geschichte der Emanzipationsbewegung der 60er, 70er und 80er Jahre. Wir beleuchten auch ein bisschen die Entwicklung des Prostitutionsgesetzes und wollen uns darüber unterhalten, wie das Verhältnis Frauen, Macht und Sexualität ist, oder Geschlechter, Macht und Sexualität. Und in der zweiten Runde wird es um die unterschiedlichen Ansätze bei der Regelung der Prostitution gehen, den Handlungsbedarf in Deutschland. Und es auch ein bisschen, wir wollen ein bisschen beleuchten mit Ihnen zusammen das Selbstverständnis oder das Staatsverständnis in Bezug auf die Verfügungsgewalt, also wenn es um die Verfügungsgewalt über den eigenen Körper geht. Nach dem ersten Podium haben Sie Gelegenheit, kurze Fragen zu stellen, aber tatsächlich nur kurze Fragen. Und nach dem zweiten Podium öffnen wir die Veranstaltung dann und Sie haben ausgiebig Gelegenheit, mit den Podiumsteilnehmern ins Gespräch zu kommen. Ich möchte Ihnen jetzt zunächst die erste Runde vorstellen. Zu meiner Rechten sitzt Pieke Biermann. Sie ist Journalistin, Schriftstellerin und Übersetzerin. Sie veröffentlichte 1980 das einschlägige Buch Wir sind Frauen wie andere auch und initiierte 1988 den ersten Berliner Hurenball mit. Und sie war auch aktiv in dem im Selbsthilfeverein Hydra. Sie fragt: Huren werden heute wieder pauschal zu Opfern sexueller Gewalt gemacht. Sind wir überhaupt weitergekommen? Guten Abend. Neben ihr sitzt Mithu Sanyal. Sie ist Kulturwissenschaftlerin, Journalistin und Autorin. Sie befasst sich mit der Kulturgeschichte des weiblichen Genitals, hat ein sehr schönes Buch, wenn Sie das nicht kennen, über die Vulva geschrieben und soweit ich gesehen habe. Befasst du dich jetzt im Moment gerade mit der Kulturgeschichte der Vergewaltigung auch, ne? Sie sagt, bei Sexarbeit wird lediglich eine zuvor ausgehandelte Dienstleistung verkauft und keine Frau. Guten Abend. Rechts von mir sitzt Volker Beck, den brauche ich ja hier eigentlich nicht groß vorzustellen. Seit 1985 Mitglied bei den Grünen. Ich glaube, wir kennen uns sogar noch davor. Seit 1994 Abgeordneter des Deutschen Bundestags. Er war Teil der emanzipatorischen Bewegung, als Teil der emanzipatorischen Bewegung an der Realisierung der eingetragenen Lebenspartnerschaft beteiligt und auch Mitinitiator des Prostitutionsgesetzes von 2001. Er erklärt: Aufgabe der Politik ist es nicht, Hüter bestimmter Moralvorstellungen zu sein. Guten Abend. Pieke Biermann, wir sind Frauen wie andere auch. Das war 1980, als das Buch erschienen ist, von dir sehr provokativ. Es hatte zum Ziel, eine gesellschaftlich stigmatisierte Gruppe aus dem Sperrbezirk rauszubringen, in die Bewegung reinzubringen und, ich will jetzt nicht sagen, anschlussfähig an die Frauenbewegung zu machen, aber die Frauenbewegung und die Hurenbewegung zusammenzubringen. Im Unterschied zu heute war die Debatte ganz anders gelagert, inhaltlich ganz anders gelagert. Es gab damals in der Frauenbewegung eine große Debatte über Lohn für Hausarbeit. Das heißt, wenn über Prostitution geredet wurde damals, wurde auch immer darüber geredet, dass eigentlich auch die bürgerliche Ehe prostitutiven Charakter hat, in der einen oder in der anderen Form. Und es wurde eben darüber verhandelt, ob Liebesarbeit bezahlt werden muss oder nicht. Vielleicht kannst du mal ein bisschen zum Einstieg sagen, wie du das damals erlebt hast und wie das Verhältnis zwischen Frauenbewegung und Hurenbewegung, wenn man das überhaupt so auseinanderdividieren kann, war.
Kann ich gerne machen. Das schaltet sich von selber an, ja, das ist ja wunderbar. Das Wort anschlussfähig gefällt mir natürlich ausnehmend gut. Also ich glaube, mein klammheimlicher Motor war, die Frauenbewegung anschlussfähig an die Bedürfnisse von Huren zu machen. Denn mir war aufgefallen, Ende der 70er Jahre, ich habe von Mitte der 70er bis Ende der 70er Jahre selber angeschafft, mir war aufgefallen, dass es auch unter meinen lieben Schwestern, Feministinnen, die so wahnsinnig stolz darauf waren, die Befreiung von Sexualität und überhaupt von allen möglichen Zwängen und von Rollenbildern und von Zuschreibungen, die damals pauschal als männliche Gewalt sozusagen diffamiert und denunziert wurden, zu befreien. Und gerade unter den radikalsten dieser Feministinnen waren Huren absolut verschrien und nicht nur verschrien, über Diskursives kann man ja gerne noch diskutieren. Es gab damals schon spürbar eine Art von Verachtung und auch Hass durchaus, und ich habe die selber ganz persönlich, ganz individuell abgekriegt. Ich habe damals, als ich das erste Mal angeschafft habe, in so einer Bar zur Messezeit in Hannover, das ist ja die große Industriemesse, da kommen dann immer Männer mit viel Geld. Und dann arbeitet man entweder auf der Messe als Standhilfe und kriegt dann so, wenn man eine Fremdsprache kann, die nicht jede kann. Also ich konnte Italienisch, glaube ich, 110 Mark damals am Tag, und der Arbeitseinsatz belief sich auf ungefähr 12 bis 14 Stunden, inklusive Anreise, Schminken, Auftakeln und das Gegenstück davon, also Abtakeln. Es war harte Arbeit und man war nicht sehr verdeckt auch als Sexobjekt eingestellt. Für die Herren mit dem vielen Geld, denen man ja gerne seine Produkte ans Herz legen wollte. Und habe dann sehr schnell gelernt von der Kommilitone, man kann auch nach der Messe arbeiten, nämlich nachts in so einer Bar. Das habe ich dann ausprobiert und mir vorgenommen, ja, ich gucke mir das jetzt wirklich erstmal an, kann ich das? Weil natürlich da auch schon die Gerüchte rumschwirren, pass bloß auf, um Gottes Willen, da rennen die Zuhälter rum und da bist du Frischfleisch und die ganzen Bilder, die man auch heute noch gerne so hat. Ich habe mir das angeguckt, wollte wissen, kann ich das durchhalten, habe die erste Nacht wirklich sehr genau beobachtet, was mit mir passiert, fand, ich kann das gut, kam nach Hause in meine Frauenwohngemeinschaft, habe stolz erzählt, weil ich auch natürlich ein paar schöne, stolze Scheine in der Tasche hatte, wie schon lange nicht mehr, und merkte, die machen so, als hätte ich Lepra. Völlig instinktiv, und das hat mir sehr viel gesagt. Also es gab gerade unter radikalen Feministinnen einen unglaublichen Hass gegenüber Prostituierten, und den gibt es heute noch, und auch eine Verachtung gegenüber Prostituierten. Ich denke, wir können irgendwann nochmal drüber reden, womit das zusammenhängt. Aber ich will noch kurz zu deiner Frage sagen, ich glaube nicht, dass die Diskussionspunkte, die Argumente heute sehr viel anders sind als damals vor 30 Jahren, gut 30 Jahren, als ich das erlebt habe. Aber sollen wir vielleicht auch noch später vertiefen. Danke. Frau Gabeck, die Hurenbewegung war das eine, die Schwulen- und Lesbenbewegung das andere in der Zeit. Wir feiern im Moment gerade den 45. Jahrestag von Christopher Street Day, 35 Jahre in Deutschland. Bei den großen Emanzipationsbewegung, wo es um Sexualität ging in dieser Zeit, war damals, jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern, also weder von einer Homo-Ehe die Rede, noch von einem Prostitutionsgesetz. Bis in die 80er Jahre, würde ich sagen, ist diese Entwicklung der antirepressiven Bewegung hin zu einer Gleichstellungsbewegung, denn darum handelt es sich ja dann bei der Rechtlichung, schätzen Sie das, oder schätzen Sie das als Erfolgsgeschichte ein oder eher als Normalisierung, weil das die Gesellschaft sowieso alles einsaugt und verrechtlicht, sagen wir es mal so. Und wo bist du selber dabei? Also ich denke, wenn so die Antirepressionsphase einer Bewegung vorüber ist, schließt sich die zivilrechtliche Anerkennung und Gleichstellung eigentlich zwangsläufig als Gedanke an. Die Repression und die Kriminalisierung schließt ja einfach bestimmte Menschen oder bestimmte Eigenschaften von Menschen aus ihrem Menschsein jeweils aus der Rechtsordnung aus. Man sagt eben, Homosexuelle sind zwar Menschen, aber nicht mit ihrer sexuellen Identität. Konnte man kürzlich in der FAZ nochmal nachlesen von Professor Hilgruber. Wird also auch heute noch vertreten. Und ähnlich ist es natürlich auch bei Prostituierten. Sie sind schon Menschen, aber nicht mit ihr inklusive ihrer beruflichen Tätigkeit.
Und ich habe das da eigentlich damals meinen Schulen, politische Aktivitäten fielen die ersten in die Zeit der großen Diskussion über die AIDS-Politik Gauweiler kontra Süssmuth in den 80er Jahren. Und daher kommt also sozusagen meine Verbundenheit mit der Prostituiertenbewegung, weil wir waren damals in einer Klasse der Virenschleudern politisch verortet, schwule Männer und Prostituierte. Und wir sind einfach damals gemeinsam auf die Straße gegangen, gemeinsam vor die Bundespressekonferenz gegangen, um aus unserer Perspektive zu reden und nicht über uns nur reden zu lassen. Und wir waren eigentlich damals am gleichen Punkt, also Rosa Listen, Paragraph 175, das beschrieb damals schon noch die Lebenswelten schwuler Männer. Und entsprechend die Gesundheitschecks verpflichtend bis 2001 bei Prostituierten und dass es eigentlich alles repressiv durchgeregelt war. Und lebensweltlich, ich komme aus dem Süden, aus der absoluten Provinz, aus Stuttgart. Meine erste Schwulenkneipe war eine Kneipe, wo die Damen, die auf der Straße arbeiten, einen Kaffee oder einen Tee getrunken haben, weil sie da nämlich Ruhe hatten von ihren Freiern. Und so, insofern verband sich das auch lebensweltlich ganz konkret in dieser Zeit. Und deshalb war es ein gemeinsamer Kampf. Und ich finde eben, dass heute die Diskussion, die wir zum Teil führen, da haben sich die Schwulen und Lesben ein bisschen, glaube ich, in der Situation, in der gesellschaftlichen Debatte, stärker stabilisiert als Minderheit, als die Prostituierten in der aktuellen Debatte. Sie werden immer noch nicht als selbstbestimmte Wesen wahrgenommen, die eine freie Entscheidung fällen, soweit freie Entscheidungen in einer kapitalistischen Gesellschaft überhaupt möglich sind, wenn Menschen ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Ich finde, in dieser Debatte gibt es auch ganz lustige Ideen, auch aus der Politik, über die vermeintliche Freiheit, die in unserer Gesellschaft aller Orten gefunden wird und von Parteien, zu denen ich mich auch zähle, die so etwas wie die Hartz-IV-Reform eingeführt haben, wo Sanktionen für bestimmtes Verhalten den Menschen auferlegt werden. Die reden auf einmal von freier Entscheidung, die bei Prostituierten generell geleugnet wird und aber offensichtlich in der allgemeinen Arbeitswelt selbstverständlich vorausgesetzt wird. Vielen Dank. Ich glaube, man muss vielleicht noch mal vorausschicken hier, um das hier nochmal vielleicht klarzustellen, und es kam jetzt ein bisschen in dem Statement raus, wir reden hier von prostituierten Frauen. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass es auch Männer gibt oder transsexuelle Menschen oder intersexuelle Menschen, die eben auch sich prostituieren. Das Problem ist, glaube ich, dass Prostitution automatisch auf Frauen fixiert ist und dass das auch Gründe hat. Ich glaube, wir werden da in der Runde noch drauf kommen. MeToo, ich habe es vorhin erwähnt, Pieke hat es gar nicht so richtig aufgenommen, aber vielleicht kommt sie nachher nochmal drauf. Wir haben über diese Frage von Lohn für Hausarbeit-Debatte und diese Frage des prostitutiven Charakters der Ehe und der Prostitution auf der anderen Seite gesprochen, in die damalige Diskussion verankert war. Dem liegt ja ein Bild zugrunde, das Bild von der Hure und der Heiligen. In der Ehe gibt es die Heilige, die Prostituierte ist die Hure. Und es ist ja ein ganz grundlegendes kulturelles Ordnungsmuster und auch eine patriarchale Herrschaftstechnik, würde ich mal sagen, die auch mit Sex und Macht und Geschlecht zu tun hat. Wie würdest du dieses Verhältnis Sex und Macht, wie würdest du das als Kulturwissenschaftlerin beschreiben? Sex und Macht, die 1-Million-Dollar-Frage, hurra! Ich glaube, was ich ganz spannend an dieser Frage finde, ist halt, dass ja die Vorstellung ist, Frauen haben etwas, das ihnen genommen werden kann, nämlich ihre Ehre, also kulturell irgendwie ist halt die Geschlechterehre der Frau in ihrem Körper verortet, bei Männern ist die im öffentlichen Raum, also Männer verteidigen ihre Ehre auf dem Schlachtfeld, im Beruf, irgendwie Frauen haben eine Ehre, die ihnen irgendwie mit dem Jungfernhäutchen sozusagen genommen werden kann und deshalb ist das Schlimmste, was einer Frau passieren kann,
sich zu prostituieren. Und das, also, und ich glaube tatsächlich, dass so diese Ehre-Diskurse immer noch mitschwingen, wenn wir über Sexarbeit reden. Und es ist ja immer, wenn ich gefragt werde, ach du als Feministin musst ja selbstverständlich gegen Sexarbeit sein. Ich denke, nee, ich als Feministin muss selbstverständlich gegen die Angriffe gegen Sexarbeit sein, weil wenn wir uns das mal historisch angucken, also im 19. Jahrhundert in Amerika waren die Frauen, die meiste ökonomische Freiheit hatten, die Eigentum besitzen konnten, das waren Prostituierte, das waren diejenigen, die die beste rechtliche Absicherung hatten. Das änderte sich dann Ende des 19. Jahrhunderts, als auch plötzlich so der Begriff Prostituierte eingeführt wurde. Also vorher war es ein Verb, also sich prostituieren, das war etwas, was man gemacht hat. Und es war zeitgleich mit der Identität Homosexueller und Prostituierte. Es wurden Identitäten kreiert, gegen die man dann vorgehen konnte. Und es war beides sozusagen eine Form der Reglementierung von unerwünschter Sexualität in den ganzen Debatten. Und es ist ja faszinierend, wir reden hier, als gäbe es Zahlen, also in den ganzen Debatten, es wird ja immer darüber geredet, irgendwie 40.000 Opfer von Menschenhandel kommen jedes Jahr nach Deutschland und so weiter. Das sind Zahlen, die basieren nicht auf Fakten. Also bei keinem Thema gibt es so wenig Wissen und so wenig Überzeugung, man wisse, worüber man redet. Aber so viel Meinung. Aber so viel Meinung, genau. Ich glaube, auf die Zahlen kommen wir nachher nochmal zu sprechen. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. hattest du mich das gefragt oder hattest du Pieke das gefragt, die Verbindung zwischen Feministinnen, und natürlich gab es halt immer extreme Verbindungen und auch Personalunion. Also meine Lieblingsfeministin ist ja Mary Ellen Pleasant irgendwie, die halt irgendwie eine Madame in, also ein Bordell geführt hat in Amerika im 19. Jahrhundert, irgendwie eine Farbige, die für die Underground Railroad, also die aus dem Süden irgendwie Sklaven in den Norden geholt hat, die sich dafür eingesetzt hat, dass in San Francisco in den Straßenbahnen die Segregation aufgehoben wurde. Also es gibt extreme Verbindungen zwischen Feministinnen und Sexarbeiterinnen. Ja, und natürlich gibt es wirklich Verwandtschaft zwischen Schwulen und Huren oder homosexuellen Frauen und Huren, weil wir gelten ja dem genormten, katalogisierbaren Blick der braven heterosexuellen Ehe mit der Bestimmung, möglichst viele, jetzt vielleicht nicht mehr von Gott gewollte Kinder, aber doch für unsere Renten brauchbar, reichhaltig vorhandene Kinder zu erzeugen. Wir sind ja für die immer die Losen. Ich bin aber noch nicht so ganz zufrieden. Du möchtest jetzt noch Lohn für Hausarbeit hören. Nein, ich will über Lohn für Hausarbeit, aber über diesen Charakter der Arbeit. Deswegen hatte ich diese Lohn für Hausarbeit-Debatte überhaupt angesprochen. Also in der Lohn für Hausarbeitsdebatte, der Kern bzw. der Streitpunkt oder der Streitwert dieser Debatte lag ja darin, dass die einen sagten, wir wollen Geld für unsere Liebesarbeit, wenn man so will, Beziehungs- oder Liebesarbeit, beziehungsweise es wurde zumindest so diskutiert, es ist unsichtbar, also es wurde im Prinzip darüber, also über die Forderung wurde klar gemacht, dass hier sehr viel unbezahlte Arbeit gemacht wird, und deswegen war die Forderung provokant. Aber was der Connex mit der Prostitution ist, war, dass die Gegner dieser Auffassung natürlich immer gesagt hat, diese Arbeit ist was ganz Besonderes. Sex oder auch Liebeszuwendung, Arbeit, Beziehungsarbeit ist etwas Besonderes. Es ist kein Beruf wie jeder andere. Und darum drehte sich ja damals die Diskussion. Und ich würde schon noch mal so gern ein bisschen von dir oder auch von dir hören, ist es tatsächlich ein Beruf wie jeder andere oder ist es nicht der Gipfelpunkt letztlich der Entfremdung in einer kapitalistischen Gesellschaft, sich prostituieren zu müssen? Und noch weiter das zumindest früher in der Frauenbewegung nicht unbedingt das Ziel, dass wir uns jetzt als freie Unternehmerin ausgerechnet dann noch als Prostituierte selbstständig machen. Das ausgerechnet ist schon wieder typisch. Genau. Ich will mal versuchen, ein bisschen... Ich habe jetzt zitiert. Ja, ich habe zitiert. Ich will mal versuchen, ein paar Begrifflichkeiten auseinander zu dividieren. Es geht bei Sexarbeit nicht um Liebe.
Wenn es um Liebe geht, ist das ein Surplus, wie marxistische Begriffstechniker das zu nennen pflegen. Ein Mehrwert, den die Prostituierte, bleiben wir mal wirklich bei der Rollen, also bei der Geschlechterverteilung, Prostituierte sind meistens weiblich, die Kundschaft ist meistens männlich, meistens. Also es geht nicht um Liebe, es geht nicht um Verkaufen, es geht schon gar nicht um den Verkauf von Körper, es geht erst recht nicht um den Verkauf einer ganzen Person. Es geht um die Tatsache, dass man einzelne manuelle, körperliche, geistige, seelische Einfühlungsvermögens und so weiter Tätigkeiten von sich als ganzen Menschen abtrennen und mit Lohn versehen in Arbeit verwandeln kann. Dafür kann kein Mensch individuell was. Das hat niemand von uns erfunden. Das nennt man kapitalistisches System. So. In dem Moment, wo so eine Tätigkeit mit einem Lohn versehen wird, man kann es auch Gehalt oder sonst wie nennen, ist diese Tätigkeit als Arbeit erstens anerkannt und zweitens gewürdigt und drittens legitimiert. Sexarbeit ist ein Teil der gesamten Tätigkeiten, die eine Frau als erwartet, das wird von ihr erwartet, immer noch heutzutage in unserer aufgeklärten Gesellschaft, eigentlich als ihr Wesen komplett authentisch, ohne Abgetrenntheiten zu leisten hat. Die haben wir damals, auch nicht unsere Erfindung gewesen, Hausarbeit, nämlich den Komplex von Hausarbeit genannt. Dazu gehört ein Haushalt führen, Kinder großziehen, Kinder auch gebären. Dazu gehört Leute zu pflegen, dazu gehört aufräumen, putzen, Psychohilfsdienste, Leute wieder aufbauen, die Probleme haben und. Auch Sex gehört dazu. Und in der traditionellen Beziehungsarbeit. Ehe. Bitte? Und Beziehungsarbeit. Und Beziehungsarbeit, das meinte ich mit, also Leute wieder aufrichten und so weiter. Und eben auch eine Beziehung gestalten, das ist eher die Aufgabe von Frauen immer gewesen, in traditionellen Ehen. So. Ein Teil von diesen Tätigkeiten, die immer als das Wesen der Frau sozusagen, wir machen das aus Liebe, wir können gar nicht anders und wir sind auch immer so authentisch dabei. Ein Teil dieser Tätigkeiten ist nach und nach ausgelagert worden aus dieser Logik. Überlegen Sie sich mal, seit wann es Krankenschwestern gibt und überlegen Sie sich mal, warum es die gibt und wer dafür zuständig war. Der Täter heißt Krieg. Die ersten Frauen, die sich erobert haben, mit Krankenpflege, Gesundpflegediensten Geld zu verdienen und ihre eigene Existenz in ihrem eigenen Namen aufzubauen, von denen waren ganz viele lesbisch, war in der Zeit des Bürgerkrieges in den USA. Mahlzeit. Also würden wir heute sagen, wer Kranke mit Liebe pflegt oder wer Kinder mit Liebe erzieht in Kinderläden und Kindergärten, also diese Frauen, das sind ja auch wieder hauptsächlich Frauen, diese Frauen sind alle irgendwie Igitt und Bäbä und das ist ja entwürdigend, dass Teile von dieser so weiblichen Tätigkeit so ausgeklagt und auch noch bezahlt wird. Ich glaube, das große Tabu ist wirklich das Geld da dran. Warum passiert das ausgerechnet nur mit Sexualität? Ich hätte da ein paar Vermutungen dazu, aber ich will jetzt nicht den ganzen Abend lang reden. Mito, mach du mal weiter. Übernehmen? Ich könnte ja auch weiter aufzählen. Also wie ist das mit Therapeuten? Von denen erwarten wir, dass sie sich definitiv für uns interessieren, zutiefst für unsere Seele interessieren, zuwenden. Aber die andere Sache ist, wir leben in einer Gesellschaft, in der wir alles über Sex verkaufen. Wir verkaufen Autos mit Sex, wir verkaufen Cornflakes mit Sex. Nur wenn wir Sex verkaufen, dann überschreitet das eine Grenze. Und das zeigt natürlich auch nochmal so die Absurdität dieser Logik. Wenn die Gesellschaft komplett anders wäre, glaube ich, gäbe es immer noch Leute, die Interesse an Sexarbeit hätten. Vielleicht wären das andere, vielleicht wären das weniger, vielleicht würden auch weniger Leute im Supermarkt arbeiten. Das kann alles sein. Aber ich glaube nicht mal, dass es immer nur aus einer Notlage heraus ist, sondern es sind auch ganz spezielle Fähigkeiten, die da drin sind. Ich versuche das mal ein bisschen weiter zu spinnen. Könnte es sein, dass diese Abwehrhaltung gegenüber Prostitution und auch Prostituierten auch damit zu tun hat, dass sozusagen dieser Bereich so abgeschottet bleiben soll, also jetzt nicht die Prostitution, sondern eben diese Arbeit, von der wir eben geredet haben,
um zu verschleiern, das ist jetzt eine These von mir, zu verschleiern, dass die Gesellschaft insgesamt warenförmig ist. Kann man es in die Richtung? Könnte man es in die Richtung? Ja, aber man muss ja in Rechnung stellen, also die Ablehnung von Prostitution, zumindest vordergründige Ablehnung auf der ideologischen Ebene, die hat es ja eigentlich immer schon gegeben. Also bis ins 20. Jahrhundert hinein war Prostitution eigentlich ja immer verboten irgendwie. Gleichzeitig hat sie immer stattgefunden. Ich finde immer interessant, die Akten des Konstanzer Konzils dazu zu lesen. Die erste Sorge, die die Stadtherren von Konstanz hatten, als sie wussten, dass Konzil kommt, war, wo bringen wir all die Huren unter? Also wir müssen irgendwie Häuser dafür ausweisen und so. Es war verboten, aber es gab eine Normalität, dass man das auch irgendwie organisieren muss und es gehörte dazu. Es ist einfach, glaube ich, in unserer Gesellschaft ein bisschen eingeschrieben, einen bigotten Umgang mit Sexualität. Bestimmte Sachen macht man, aber sie sind eigentlich verboten. Sexualität ist in unserer christlich-abendländischen Tradition etwas, was ideologisch überreguliert ist, eigentlich naturrechtlich immer im Christentum nur in der Ehe und auf Kinder ausgerichtet überhaupt gerechtfertigt. Und das zieht sich einfach durch all die Jahrhunderte durch. Es hat natürlich im Kapitalismus noch eine besondere Form und wird dann besonders auch putzig, wenn man auf einmal beim Thema Sex sagt, wenn da jemand etwas verkauft und zur Ware macht, ist es was ganz Verwerfliches, wenn es andere Tätigkeiten sind, wo man sich auch fragen kann, naja, ist das würdevoll oder würde die Person das auch machen, wenn sie davor im Lotto gewonnen hat und noch weiter diese Tätigkeit ausführen, könnte man sich bei vielen Tätigkeiten diese Frage stellen. Und diese Abwägung, die natürlich auch bei Prostituierten stattfindet, zu sagen, was sind meine ökonomischen Möglichkeiten und für welche dieser Möglichkeiten entscheide ich mich zwischen schlechten Alternativen. Wir entscheiden uns dauernd in unserer Gesellschaft zwischen schlechten und besseren Alternativen, nach Möglichkeit für die bessere Alternative, wenn wir dazu die Chance haben. Und diese Abwägung wird bei Prostituierten einfach generell abgesprochen, weil man das eben nicht macht, weil Sexualität was mit Romantik zu tun hat, auch mit Moral und allem Möglichen, das schwingt ja überall mit und kommt, das ist ein bisschen das Kuriose, auch bei fortschrittlichen Menschen, die sich eigentlich gegen die bürgerliche Sexualmoral zumindest bekenntnishaft gewandt haben, dann auf einmal beim Thema Prostitution genauso wieder rauf wie bei denjenigen, die früher gegen Homosexualität, gegen Ehebruch, gegen außerehelichen Geschlechtsverkehr, was ja heutzutage alles in der Moral eigentlich integriert ist, sich gewandt haben, da kommt es auf einmal bei den Prostituierten als gleicher Diskurs wieder hoch und wird natürlich heute in Zusammenhang, das muss man schon auch benennen, mit realen Problemen, die es aber nicht nur beim Thema Prostitution gibt, mit Armut verbunden, mit Kriminalität verbunden. Das finden wir aber auch in der Arbeitswelt, wo Menschen wegen Armut nicht die Möglichkeiten haben, ihren Lohn einzuklagen, unter allen Arbeitsstandards sich verdingen und sich dagegen nicht wehren können, verschleppt werden sogar zur Arbeit. All das finden wir in anderen Bereichen auch, aber es wird beim Thema Prostitution besonders gesellschaftlich wahrgenommen. Die Frage ist, die wir hier jetzt diskutieren wollten, warum ist es auch so? Ich muss dir insofern schon zustimmen, dass wir natürlich Sexualität als Gegenentwurf zu der Gesellschaft haben. Also nicht als bürgerlicher. Als bürgerlichen Gegenentwurf zu der Gesellschaft. Es ist romantisiert, es ist aufgeladen. Es ist ja dasselbe in der Sexismusdebatte gewesen. Also man kann sagen, nö, Frauen können besonders gut putzen, weil die kleinen Finger haben, gut in die Ecken kommen. Aber sobald ich einer Frau sage, du hast schöne Brüste, bin ich ein Sexist. Und das ist, also nicht um zu sagen, dass es super ist, irgendwie jeder Frau auf der Straße sagen, du schöne, du, obwohl man sollte sich viel häufiger sagen, wie wunderbar man sich findet, aber das meine ich nicht, sondern es ist halt faszinierend, dass sobald das Label Sex drauf ist, sagen alle, oh, das ist aber ganz schlimm oder oh, das ist ganz gefährlich und als wäre da auch so etwas Essentielles drin, als würde man die wirkliche Essenz der Person berühren können. Wenn wir mit jemandem einmal Sex haben, dann haben wir, das ist ja nicht so, das wissen wir leider auch zu unserem eigenen, wie soll ich sagen, wir waren häufig auch sehr traurig darüber, dass es eben nicht funktioniert hat, mit einer Person Sex zu haben und ihre tatsächliche Essenz berühren zu können, auch wenn wir uns das gewünscht haben. So einfach ist es nicht, aber die Vorstellung ist immer noch, dass bei einer
einer Frau ihre Sexualität sie zerbrechlich macht. Die Sexualität der Frau ist das, wo sie empfindlich ist. Die Sexualität des Mannes, deshalb reden wir ja auch in der Prostitutionsdebatte immer über Frauen. Und es ist ja eben nicht so, dass diejenigen, die am verletzlichsten sind, also wenn wir jetzt irgendwie den großen Bereich der Sexarbeiter unterstrich innen angucken, dann sind es Transmenschen, die und die ganz anderen Repressionen ausgesetzt sind, als irgendwie weiße Mittelschichtsfrauen, die auch Sexarbeiterinnen sind. Und das vergessen wir in der Debatte immer. Die gefährdet sind, das ist das junge, blonde Mädchen. Das ist irgendwie in unseren Köpfen. Ja, das ist auch der Inbegriff von der rassistischen Projektion auf in der schwarz-weißen Geschichte. Und da ist ja auch die Frauenbewegung gegen die Antisklavereibewegung ausgespielt worden. Ja, und dann sind ja, also ne, der lüsterne schwarze Mann, der die ganzen weißen Frauen vergewaltigt. Und da ist ja aber auch erst das Wahlrecht kriegt, bevor die Frauen es kriegen. Das war nämlich der Hammer. Aber bevor das jetzt hier ich will noch mal einen anderen Anstoß machen. Vielleicht noch mal ein bisschen politischer gewendet auch, ein bisschen von dieser kulturwissenschaftlichen Ebene weg. Es muss ja einen Grund geben, warum unter feministischen Vorzeichen in verschiedenen Ländern unterschiedliche Gesetze gemacht werden. In Deutschland etwas wie ein Prostitutionsgesetz, wo es darum geht, Prostituierten bestimmte Rechte einzuräumen. In einem anderen Land wie Schweden, wo man jetzt ja nun wirklich nicht sagen kann, es ist ein antifeministisches Land, die ein Gesetz machen, die Prostitution verbietet. Also irgendwo muss es doch da ein... Es gibt ja große Lobbygruppen, die auch extrem große Gelder haben, das vergessen wir immer. Also die Zahlen, die wir aus den Medien kennen, die sind lanciert, die sind bewusst lanciert. Es ist so, dass zum Beispiel Entwicklungshilfe Amerika knüpft Entwicklungshilfe daran, dass die Länder sich gegen Prostitution aussprechen, dass sie Gesetze machen, dass sie ihre Prostituierten in Internierungslager schicken, irgendwie wie zum Beispiel in Kambodscha irgendwie. Und dass Brasilien gesagt hat, das machen wir nicht mit, wir verzichten darauf. Die haben auf 40 Millionen Dollar verzichtet, weil sie irgendwie sich hinter ihre Sexarbeiterinnen gestellt haben. Also es sind nicht nur moralisch, sondern da stecken wirklich Interessensgruppen auch hinter. Ich glaube, es steckt natürlich auch, also einen systematischen Pattern verfolgt das, glaube ich, nicht, dass wir in Deutschland das hinbekommen haben, damals unter Rot-Grün, hatte auch bestimmte Voraussetzungen. Ich glaube, was mit geprägt hat, sowohl die Hurenbewegung als auch die Schwulen- und Lesbenbewegung, war die Auseinandersetzung der 80er Jahre, die Notwendigkeit, dass man sich zur Abwehr der AIDS-Zwangsmaßnahmenpolitik von Gauweiler politisch organisieren muss, Lobby machen muss und sich an die Politik wenden muss. Und das hat man dann halt auch fortgesetzt. Und gleichzeitig hat natürlich auch die Politik zum Beispiel von Süssmuth mit der Förderung von AIDS-Hilfestrukturen und Selbsthilfeorganisationen das ein Stück weit auch befördert. Das kam aus der Mitte des konservativen Lagers, das war ganz wichtig. Das waren CDU-Politiker, die das auch durchgebracht haben. Und damit hatte man so einen Diskurs, wie muss man diesen Bereich eigentlich regeln, nehmen wir die Leute richtig wahr, weil wir sie doch auch als Partner für Prävention brauchen. Und das Stichwort war damals strukturelle Prävention, dass wenn man die Menschen in ihren Rechten verletzt, dass sie dann nicht das Potenzial haben, auf eine gesundheitliche Gefährdung wie durch HIV vernünftig, adäquat und präventiv sich selber schützen und andere schützend reagieren zu können, weil sie beschäftigt sind, sich auf die Repression zu reagieren und damit sowohl ihre psychischen Energien verpulvern als auch real Zeit und Ressourcen. Diese Einsicht hat da, glaube ich, dazu geholfen. Und zum anderen, glaube ich, also bei Schweden die Tradition, es hat natürlich auch was Urkalvinistisches, was wir da sehen. Und davon ist dieses Land geprägt. Also ich bin kein Skandinavien-Kenner, aber das passt natürlich auch zu dieser Kultur, dass man alles sehen muss und dass man bestimmte Sachen nicht machen darf und dass man eigentlich alles ständig jeden beichten muss. Ja. Na, es hat vielleicht auch etwas mit dem Staatsverständnis zu tun. Ne? Also dass hier in diesem Zusammenhang zumindest doch eher ein liberaleres Staatsverständnis ist, während in Schweden sozusagen von oben her sozusagen gesagt wird, was Sache ist und sozusagen die
die Bevölkerung quasi sich dann danach zu richten hat, was sozusagen vom Staat kommt. Also der Staat hat eine andere, einen anderen Einfluss oder eine andere Norm oder eine andere Normgewalt, sage ich jetzt mal. Aber ich würde das jetzt nicht überhöhen wollen, weil wir sehen ja gerade in der aktuellen Debatte, dass ich schon das Gefühl habe, dass diese Prostitutionsverbietnummer von Alice Schwarzer und anderen da eine enorme Wucht hat, wo auch mit tatsächlichen Problemen und mit Elend instrumentell umgegangen wird, um bestimmte Moralvorstellungen am Ende durchzusetzen und wo auch aus der feministischen Ecke, was meines Erachtens, also meinem Verständnis nach, völlig unfeministisches kommt, dass man nicht fragt, was die Menschen, was die Frauen denken und wollen und wie sie sich entschieden haben und dass man sie in ihre Entscheidung bestärkt und sagt, das ist dein Leben, du bestimmst darüber und wir stärken dich in deinen Rechten, sondern man sagt, nein, wir wissen, was gut für dich ist und wir werden dich jetzt mal ins Recht setzen, indem wir bestimmte Sachen einfach eingrenzen und regulieren und dann geht es dir richtig gut, dafür sorgen wir schon. Das ist gerade mein Übergang zu dieser neuen Moralisierungsbewegung, die wir im Moment haben. Ich will dazu nur mal ein Zitat von Volker Zastrow, der ja nicht gerade bekannt ist als Feminist, sagt, Prostitution sei ein anachronistischer Überrest der Unterdrückung der Frauen, ein Missbrauch, den man nicht zu Leib rücken kann, indem man ihn umtextet oder rhetorisch normalisiert. Also das ist genauso, sozusagen, er versteckt sich hinter einem feministischen Argument und bringt sozusagen diesen neuen Moralisierungsdiskursen, über den würde ich jetzt ganz gerne nochmal sprechen. Das ist so ungefähr das Niveau aus Kommentaren, zum Beispiel zum Selbstouting von Thomas Hitzelsberger, wo dann der gewöhnliche Heteromann schreiben musste, er ist ja immer für Schwule und hat gar nichts dagegen, aber er möchte sie jetzt bitte nicht dauernd sehen. Das ist genau diese Trick 17 mit Selbstüberlistung, ich tue so, als bin ich ganz liberal. Ich wollte nochmal zurückkommen auf... weil mich treibt immer mehr, also als ich dieses Buch jetzt für einen Reprint, für eine Neuausgabe, das alte Buch, mir nochmal durchgelesen habe und überlegt habe, was schreibe ich dazu, was ist in den Jahren eigentlich dazwischen passiert mit dem Buch und mit mir. Seitdem treibt mich diese Frage um, wo kommt dieser Hass her? Ich habe im letzten Sommer, mir ist das Kinn Richtung Kniescheibe gerutscht, pausenlos, wenn ich gehört habe, mit welchem Schaumvormund nicht nur Alice Schwarzer, sondern auch alle möglichen Verbündeten meinen, über Prostituierte und Prostitution reden zu können, und aus jedem zweiten Wort spricht die blanke Ignoranz und nicht nur Ignoranz, sondern das mutwillige Nicht-Wissen-Wollen, worüber sie eigentlich reden. Und mit einem Furor und mit einer Verächtlichkeit, die mich wirklich verstört hat. Und meine Vermutung ist, dieses Gebiet Prostitution und die Tatsache, dass Frauen seit 2012 in diesem Land sich hinstellen können, per Gesetz legitimiert und legalisiert und sagen, dieses ist meine Entscheidung, meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und zwar für jetzt und hier. Und mir schreibt auch niemand vor, wie lange ich das zu tun habe und unter welchen Bedingungen ich das zu tun habe und wie ich meinen Arbeitsplatz gestalte. Denn ich bin von Gesetz wegen endlich als handlungsfähiges bürgerliches Subjekt anerkannt. Und ich habe rechtskräftig, alle solche Dinge. Das war ein enormer Fortschritt. Das Tabu, was trotzdem immer noch verletzt wird, ist, glaube ich, ein Dreifaches. Also wo die Leute sich verletzt fühlen, weil ihrer Meinung nach da ein Tabu gebrochen wird. Ich glaube, es ist ein Dreifaches. Das eine habe ich gesagt, das ist das Geld. Geld ist in diesem Lande was I. Über Geld redet man nicht, das hat immer was Anrüchiges, wenn irgendwo Geld für verlangt wird. Das ist eine Ebene, die, glaube ich, ganz tief unten irgendwo eine Rolle spielt. Das andere ist die Tatsache, von der auch schon die Rede war, also Mito hat da schon drüber geredet, ich auch, Frauen sind in der Lage, Sex zu tun, zu machen, zu organisieren und von ihrem ganzen Wesen auch abzuspalten. Wir können uns auch einen Kerl oder eine Frau greifen und eine Nacht mit denen verbringen, hinterher denken,
Das war jetzt irgendwie auch nicht die, das Paradies, aber ist in Ordnung. Es berührt aber nicht unsere Essenz, wie du gesagt hast. Das können Frauen auch und das beweisen Prostituierte. Das ist nämlich was, was eigentlich der traditionellen Vorstellung nach Männern vorbehalten ist. Männer dürfen machen. Männer dürfen auch sich abspalten, also ihren Sex, ihren Schwanz, ihre kurze Empfindung abspalten vom Rest ihres eigentlichen Wesens. So, jetzt ist also bewiesen, Frauen können das auch und nehmen noch nicht mal Schaden. Das ist ja ganz furchtbar, das reißt ja irgendwie alles ein. Und das Dritte ist, was immer vergessen wird, zwischen einer Prostituierten und ihrem Kunden geschieht eine Art von Theaterspiel. Und zwar eins, was beide Seiten wissen, kennen, mitinszenieren und wo vor allen Dingen die Frau diejenige ist, die die Fäden in der Hand hat. Das ist die exakte Umkehrung des Machtverhältnisses zwischen Männern und Frauen in der normalen Welt. Das ist auch ein Tabu, was bitte nicht allzu sichtbar werden darf, weil das reißt alle möglichen Machtvorstellungen, Ordnungssysteme, es reißt im Grunde das Millimeterpapier unter unseren Füßen ein. Und dann wollte ich ganz schnell nur einen Satz. Ich finde es immer schwieriger, über Sexualität zu diskutieren. Weil ich weiß immer weniger, was damit gemeint ist. Also ich kann eigentlich nur über Sexualitäten reden. Es gibt ganz verschiedene und die haben verschiedene Zeiten und verschiedene Orte und auch in einem Leben sind die verschieden. Ich habe heute eine ganz andere Art von Sex als vor 40 Jahren. Tut mir leid. Und das geht wahrscheinlich einigen hier so, auch wenn sie vielleicht noch nicht 40 Jahre lang Sex hatten. Aber das haut alles nicht hin, wie wir darüber reden. Die Sexualität gibt es nicht. Aber Pliege, da muss man schon nochmal vorausschicken und ich glaube, das wird nachher auch nochmal auf dem nächsten Podium ein Thema werden. Wir reden hier von Prostitution immer unter dem Vorzeichen der absoluten Freiwilligkeit. Ne? Wir reden nicht unter der, was ja Volker Beck eben schon angedeutet hat, also wir reden oder der relativen Freiwilligkeit, die es in einer kapitalistischen Arbeitsgesellschaft geben kann. Diese Einschränkung muss man natürlich machen. Und nicht sozusagen unter der, also unter dem Vorzeichen, dass weibliche Körper ja auch und weiblicher Sex auch verkauft wird, sozusagen, dass es einen Markt dafür gibt. Also das, aber ist das dann wirklich, reden, ne? Ist das dann wirklich Prostitution oder ist das nicht eher Vergewaltigung? Ja, und ich sage es nur noch mal zur Verdeutlichung, weil ich glaube, dass diese zwei Ebenen, wie gesagt, wir werden nachher sicher noch mal drüber reden, diese zwei Ebenen sich oft vermischen. Wir reden hier über eine freiwillige Entscheidung. Das ist ja eins der Probleme im konservativen Lager der Frauenbewegung, die sagen, Prostitution ist gleich Vergewaltigung, die sagen, Prostitution, also die sagen auch, man sollte nicht Prostitution sagen, sondern man sollte sagen Sexsklavinnen. Das ist so die Sprechweise, die irgendwie, also das ist ja irgendwie, wenn wir bestimmte Worte gebrauchen, dann sind direkt irgendwie Vorstellungswelten dabei und so weiter. Und für mich war es schwierig, dass in meinem Umfeld Leute, die ich hoch geschätzt habe, auch gesagt haben, nee, klar, sie finden jetzt die Rhetorik nicht gut, aber eigentlich sind sie auch für ein Prostitutionsverbot. Und ich dann da wirklich saß und dachte, und wie setze ich mich jetzt damit auseinander? Und dass mir wirklich kluge Frauen gesagt haben, ja, aber durch Prostitution wird das Geschlechterverhältnis in unserer Gesellschaft stabilisiert, es wird mit erschaffen und es wird stabilisiert. Ich kann dem nicht zustimmen, aber ich kann diese Form von Verständnis nachvollziehen. Also da kann ich zumindest nachvollziehen, wo kommen da die Probleme von Leuten, die ich schätze, die im Leben nicht sagen würden, da müssen wir jetzt mit Gesetzen draufschlagen und so weiter. Aber all das sind einfach ethische Debatten. Da, wenn die Rechtslage eine andere wäre, könnten wir die führen, aber da sind wir überhaupt nicht. Also wir reden über das Leben, reden über Lebensumstände von Menschen und dann wollen wir da eine ethische Debatte drüber führen, wenn die sind gerade mal abgesichert in Deutschland, da scheint es gerade Gegenbewegungen zu geben, es ist so toll, ich bin auf internationalen Podien, Leute sagen, oh, du kommst aus Deutschland, das ist ja toll, ihr habt das tolle Prostitutionsgesetz, das passiert uns so selten, ja, ich bin stolz, Deutsche zu sein, wir haben das tolle Prostitutionsgesetz, das war 80 wie toll auch schon das so, ist, werden wir nachher noch diskutieren. Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken, ich muss
Vielleicht ganz schnell. Also vielleicht noch ein Hinweis, der mich ziemlich umgetrieben hat. Es gibt britische Wissenschaftlerinnen, die herausgefunden haben, dass Moralisierungsdebatten in Bezug auf, in Bezug auf Prostitution sehr oft einhergehen mit einer negativen Einstellung zu Immigrantinnen. Das finde ich einen sehr interessanten Connex, aber ich glaube, den können wir vielleicht nachher nochmal aufnehmen. Ich möchte jetzt zum Schluss dieser Runde, weil ich jetzt hier den grünen Vertreter auch sitzen habe, nochmal fragen. Es gibt ja im Moment Diskussionen auch auf Bundesebene, also Neuregulierungen im Bereich der Prostitution voranzutreiben. Die Grünen haben sich da auch eingemischt. Ich glaube, die Frau Keul war das, die rechtspolitische Sprecherin der Grünen, die kürzlich gesagt hat, ja, sie könnte sich vorstellen, dass es eine Erlaubnispflicht für Bordelle gibt. Wie siehst du das? Also die Vorstellung, dass man Prostitutionsstätten berufsrechtlich oder gewerberechtlich ausregelt, ist keine neue. Ursprünglich war die eigentliche Autorin des Prostitutionsgesetzes von 2001 meine Kollegin Irmgard Schäbe-Gehrig. Damals hatte die Vorstellung, dass wir neben diesen Beseitigung der Sittenwidrigkeit und Entkriminalisierung bei der Förderung der Prostitution auch durchregeln, dass Prostitution ein Beruf ist. Wir sagen zwar immer, das ist eine Berufstätigkeit, manche mit dem Zusatz nicht wie jede andere oder das älteste Gewerbe der Welt. Juristisch gilt das bloß nicht, zumindest nicht, wenn man ins Gesetz schaut. Man kann sich überlegen, ob man bestimmte allgemeinen rechtlichen Regelungen darauf hätte anwenden können. Hat man aber auch nicht getan. Und deshalb ist auch klar, wenn man etwas aus der Sittenwidrigkeit rausholt und aus der Strafbarkeit rausholt, dass man sich dann überlegen muss in bestimmten Rechtsbereichen, was gilt da. Und ich muss sagen, das war damals schon unser Programm, gegen die SPD nicht durchsetzbar. Und andererseits hatten wir uns auch ein bisschen mehr von den zivilrechtlichen Akteuren, Rentenversicherungsträger, Gewerbeaufsichtsämter, Krankenversicherung, Zoll bei der Bekämpfung der Schwarzarbeit erwartet, dass sie mit Betriebsprüfungen zum Beispiel durchsetzen, dass Scheinselbstständigkeit auch zu Arbeitsverhältnissen führt und zur Nachversicherung durch den Bordellbetreiber, um zu anständigen Standards zu kommen. Weil natürlich ist es im Bereich der Prostitution wie in jedem anderen Bereich, der auch prekäre Beschäftigungsverhältnisse hat, dass der Staat eine Pflicht hat, Schutz der Schwachen durch Recht zu organisieren und gegenfalls auch durch Kontrolle, um Ausbeutung zu vermeiden. Und wir waren nie Abolitionisten in dem Sinne, nach dem Motto, Prostitution ist ein Bereich, da darf niemand hinschauen und keiner gucken, ob da was Schlechtes stattfindet. Warum soll im Bereich Prostitution ausgerechnet nicht die Rücksichtslosigkeit von kapitalistischen Gebaren auch ungezügelt durchschlagen? Und wenn man will, dass Menschen von ihrer Arbeit leben können, ist das nicht nur eine Frage für das Mindestlohngesetz in allen möglichen Branchen, sondern natürlich auch die Frage von, wie strukturieren sich die Arbeitsverhältnisse im Bereich der Prostitution. Und ich finde auch, dass Bordelle eine Erlaubnispflicht haben sollten, dass sie ihren Geschäftsplan vorlegen sollten und dass sie dokumentieren sollten, wie ihre Geschäftsbeziehungen zu den Prostituierten sind. Wir haben nämlich eine ausdifferenzierte Rechtsprechung, was strafbewährte Ausbeutung von Prostituierten ist. Wir haben bloß keine Fälle, weil wir nirgendwo dokumentiert sehen, was verdient die Frau oder der Mann mit seiner Prostitution und was nimmt der Bordellbetreiber als Miete oder als Eintritt oder als sonst was, wo er einen Teil des Geldes wieder abkassiert. Und dadurch können wir Arbeitsverhältnisse zwischen denen, wo Ausbeutung stattfindet, und denen, wo das völlig okay ist und trotzdem ein Verhältnis mit einem Bordellbetreiber, nicht wirklich von unterscheiden und damit auch eine vernünftige Arbeitsbedingung von Prostituierte nicht sicherstellen. Und da ist eine Lücke, die soll man schließen. Aber es gibt natürlich auch andere Diskussionen, übrigens auch in unserer Partei, wir sind ja auch nicht der Hort der Glückseligkeit, wo auch Fantasien sind, was man alles noch regeln muss und wo ich Debatten, wo ich gedacht habe, das habe ich in den 80er Jahren schon durchdiskutiert, auf einmal wieder höre die Frage, brauchen wir eine Kondompflicht, muss man wieder einen Bockschein einführen und so. All diese Diskussionen müssen wir natürlich auch führen und da bin ich massiv dagegen, aber bei einer gewerberechtlichen Regelung habe ich kein Problem. Das haben wir in der letzten Wahlperiode, als die schwarz-gelbe Koalition noch diesen komischen Entwurf gemacht hat, übrigens damals auch vorgeschlagen. Aber Gewerberecht muss dann das gesetzgeberische Ziel haben,
anständige Arbeitsbedingungen für Prostituierte zu gewährleisten und nicht das Ziel, wie im schwarz-gelben Entwurf, Nachbarschaftsangelegenheiten zu regeln, nach dem Motto, ich will das Elend nicht sehen vor meiner Haustür, die soll an den Stadtrand. Das darf nicht Ziel einer Regelung sein. Ich glaube, über den konkreten Handlungsbedarf werden wir nachher noch in der nächsten Runde reden. Ich glaube, das wird auch sehr kontrovers werden, weil da sehr unterschiedliche Meinungen dann vertreten werden. Ich muss jetzt hier, ich weiß, wir sind hier quasi nur am Anfang einer Debatte, ich muss jetzt hier erstmal abbrechen, möchte Ihnen jetzt die Gelegenheit geben, falls Sie Fragen, also wirklich nur Verständnisfragen, Diskussionen nachher haben, melden Sie sich jetzt, sonst würden wir einen fliegenden Wechsel. Da hinten ist eine Frage. Gibt es auch ein Mikrofon? Ein Kommentar. Bloß nicht so schnell. Ich würde gerne zu allem, was da gesagt wurde, Widerspruch einlegen, aber was mein Adrenalinspiegel wirklich ungeheuer in die Höhe getrieben hat, ist die unprofessionelle Art und Weise, wie Sie das geleitet haben. Also ich würde Sie wirklich, lassen Sie mich, Sie sagen wir, Sie lassen das so assoziativ hinplaudern, Sie haben es nicht strukturiert und Sie duzen die Diskussionsteilnehmer und sagen wir und zelebrieren dort eine Art von Kollusion, die ich völlig unprofessionell bitte. Ich bin wirklich gespannt, ob Sie den Christian Pfeiffer in der zweiten Teil der Debatte auch duzen. Entschuldigung, das hätte ich vielleicht voraussetzt. Wir haben uns hier im Vorfeld darüber geeinigt, wir kennen uns, wir haben uns im Vorfeld darüber geeinigt zu duzen. Das werde ich natürlich bei Podiumsteilnehmern, die ich nicht kenne, nicht machen. Also das ist ganz klar. Ansonsten kann ich dazu jetzt im Moment nichts sagen? Gibt es sonst noch Fragen oder Kommentare? Da hinten. Ja, hallo, auch noch eine kurze Klarstellung. Ich komme von der schwedischen Botschaft und da duzen wir uns alle in Schweden. Aber wir sind nicht Calvinisten, das Herr Beck gesagt haben. Wir haben auch ein Prostitutionsgesetz, das von einer rot-grünen Regierung bestimmt war und jetzt Unterstützung von allen Parteien und fast über 70% von der Bevölkerung und besonders die jungen Leute. Ich wollte nur sagen, das gibt eine andere Art und Weise auch von, das nicht ist moralische Hintergrund. Und wir haben das gemacht, um die Frauen zu stützen und die Männer im Fokus zu stellen. Das hatte ich versucht auch zu erklären. Ich hatte gesagt, dass ich das schwedische Prostitutionsgesetz unter dem Vorzeichen, also quasi unter einem feministischen Vorzeichen damals gemacht worden ist und nicht als zunächst zumindest nicht als Sittlichkeits- oder nicht als unter moralischen Vorzeichen gemacht worden ist. Es geht jetzt in die Diskussion rein und ich würde sagen, wir haben nachher relativ viel Zeit zu diskutieren und würde dann wirklich nur jetzt im Moment, wenn es direkte Fragen, also Verständnisfragen oder etwas in dieser Richtung noch gibt, Sie bitten. Ja? Ich würde gern von Frau Biermann wissen, Sie haben es mehrfach gesagt, dieser Hass, also von Verachtung, das kann ich nachvollziehen, aber welchen Hass meinen Sie? Also ich kann da gar nicht groß mit was anfangen. Ich meine, dass die Atmosphäre oder die Emotion, die unterliegt unter den Argumenten. Also ich beziehe mich jetzt einerseits auf den, so was im letzten Sommer los war. Ich weiß, ich habe auch mal so eine Talkshow angeguckt. Die Argumente der Gegenseite, also der Leute, die Anti-Prostitution sind unheimlich hassunterlegt. Die sind, also da sprüht was. Das kann man, ja, mach mal. Also was ich beeindruckend fand, war, dass Julie Burchill gesagt hat, wenn die Sexkriege gewonnen sind, dann müssen als erstes die Prostituierten an die Wand gestellt und erschossen werden. Und das hat sie ernst gemeint. Ja, das ist Hass, würde ich sagen. Und ich beziehe mich auch andererseits darauf, was ich selber erlebt habe, 80 Folgende, als ich mit dem Buch innerhalb der Frauenbewegung getingelt bin, also Lesereisen gemacht habe und sowas. Mir ist ein unglaublicher Hass entgegengeschlagen, tatsächlich, also ganz, ganz unverblümt.
Nymphomanin, Frigide, also Beleidigungen unter der Gürtellinie, wo ich meinen Gürtel gar nicht aufgemacht hatte. Also das kam so aus dem Hass, ist ja was man spürt, und das war wirklich zu spüren, und ich meine, so ein Satz ist Hass. Also wenn ich da was ergänzen darf, was so eine Hassatmosphäre auch erzeugt hat und was zumindest bei Prostituierten schon das Gefühl hervorruft, dass sie von Prostitutionsgegnerinnen gehasst werden, ist einfach der Versuch, dass man delegitimiert wird, in dem einem vorgeworfen wird, man wäre ja ach so privilegiert, weil man damit den Beruf der Prostitution einfach auseinanderdividiert in diejenigen, die privilegiert sind, die Escort machen, die deutschen Pass haben, die aus dem Mittelstand kommen, gebildet sind, die Dominas sind und so weiter und so fort. Also diejenigen, die halt einfach die Ressourcen haben, in der Öffentlichkeit für ihren Berufsstand einzutreten, und jenen, die deprivilegiert sind und einfach diese Ressourcen dazu nicht haben. Und damit, also dadurch delegitimiert zu werden, für die eigene Berufsgruppe sprechen zu können, auch für diejenigen, die delegitimiert sind, das ist durchaus in einer sehr hasserfüllten Art und Weise einfach passiert. Ich würde jetzt gern es hier abbrechen und in die zweite Runde einsteigen. Wir haben nachher wirklich nochmal Zeit, um ausführlich zu diskutieren. Vielen Dank erstmal für die erste Runde. Wir werden auch noch mal ganz am Schluss mit allen sechs ein Abschlusspodium haben, dass sozusagen auch noch mal alle hier Stellung nehmen können. Jetzt bitte ich Frau von Galen, Herrn Professor Pfeiffer und Frau Freimeidl aufs Podium. Ich darf das zweite Podium vorstellen. Ich fange links an. Fabienne Freimeidl ist von Haus aus Sozialpädagogin und unter dem Namen Feuerlili als gefragte Feuerperformerin bekannt. Sie engagiert sich in dem neu gegründeten Berufsverband für erotische und sexuelle Dienstleistungen, und sie sagt von sich selbst: Ich mache glücklich, das ist ein gutes Gefühl. Guten Abend. Daneben Margarete Gräfin von Galen, Rechtsanwältin mit Schwerpunkt Wirtschafts- und Strafrecht. Sie ist Autorin eines juristischen Standardwerks über Prostitution, und was ich jetzt auch gelernt habe, sie war auch bei der Evaluation des Prostitutionsgesetzes beteiligt, kann uns darüber also einiges erzählen, und sie sagt, oder sie stellt fest, was Alice Schwarzer macht, ist frauenfeindlich. Zu meiner Rechten Professor Christian Pfeiffer, er ist Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts in Niedersachsen und war von 2000 bis 2003 niedersächsischer Justizminister. Er hat den Aufruf von Alice Schwarzer unterschrieben und ist überzeugt, das Prostitutionsgesetz hat dafür gesorgt, dass Zuhälter Geld verdienen wie nie zuvor und die Polizei vor unlösbare Aufgaben gestellt werden. Guten Abend, Herr Professor Pfeiffer. Und ich werde jetzt diese drei Podiumsteilnehmer, die ich alle drei nicht kenne, siezen und damit hoffentlich auch diese Irritation, die ich eben ausgelöst habe, auflösen. Frau Freimeidl, Sie gehören dem relativ neuen Berufsverband für erotische und sexuelle Dienstleistungen an. Wo sehen Sie sich selbst in dieser Debatte und in dieser Bewegung, und was war Anlass, diesen Verband zu gründen? Das ist jetzt natürlich ein Thema, das alle irgendwie betrifft. Jeder von uns hat Sex, wir alle haben eine Meinung dazu. Wir diskutieren gerne über Prostitution, aber keiner diskutiert so gerne mit uns. Die Sexarbeiterinnen haben eine Stimme,
auch die Sexarbeiter und die Transsexarbeiter. Und wir werden auch gerne gehört und wir sind auch ganz offen und gehen zu, reden aus unserem Erfahrungsschatz, aus den Nöten, die wir tatsächlich haben. Es ist natürlich nicht alles Gold, wie in allen anderen Berufsständen das auch so ist. Und wir haben eine Stimmung und die möchten wir äußern. Insofern hat sich der Berufsverband gegründet. Und wir sind jetzt natürlich ganz froh, dass wir jetzt auch eingeladen werden. Herzlichen Dank dafür und dass wir auch gehört werden können. Vielen Dank. Herr Professor Pfeiffer, Sie haben die Debatte von Alice Schwarzer unterstützt und treten dafür ein, dass die Prostitution stärker zu reglementieren. Ich gebe zu, Sie haben jetzt hier so ein bisschen eine Minderheitenposition, das haben Sie jetzt schon gemerkt, aber ich hoffe, dass das kein Problem ist. Ich möchte gern wissen, warum und wie Sie den schwedischen und jetzt ja neuerdings auch den französischen Weg bewerten, wo ja jetzt die Freier 1500 Euro bezahlen müssen, wenn sie erwischt werden, wie Sie das rechtlich bewerten und ob Sie das in Deutschland ähnlich sehen wollten. Lassen Sie mich damit beginnen, dass ich sehr unsouverän von der Heinrich-Böll-Stiftung finde, dass bei 6 Podiumsteilnehmern nur einer die kritische Position gegen das vertritt und 5 andere einhellig einer Meinung sind. Ich habe in Niedersachsen, eingeladen von den Grünen, an einer Podiumsdiskussion mitwirken dürfen. Da waren wir 3 zu 3. 3 Kritiker des Prostitutionsgesetzes und 3 Befürworter. Das fand ich eine faire Ausgangslage. Hier empfinde ich von vornherein das sehr unsouverän von Ihnen. Und wenn schon ich etwas sagen will, es geht doch nicht um Siezen oder um Duzen, sondern dass Sie sich total identifiziert haben mit dem, was die anderen 3 sagen. Das war das Problem in der ersten Runde. Aber jetzt zu Ihrer eigentlichen Frage. Ein Satz, den habe ich mir gerade mitgeschrieben, ein Halbsatz von Frau Biermann, dem widerspreche ich nachhaltig. Sie sagte, und nehmen noch nicht mal Schaden, die Frauen, die als Prostituierte tätig sind. Mein Ausgangspunkt war, dass wir durch glücklichen Zufall eine Psychologin als Mitarbeiterin gewinnen konnten, die in Deutschland studiert hat, aber Bulgarin war. Und ihr Interesse war, und das haben wir natürlich auch engagiert unterstützt und auch Geld dafür eingeworben, dass sie in einer Rückkehrstation, wo Prostituierte, die in Deutschland eine Zeit lang tätig gewesen waren, in verschiedenen Bordellen, erst einmal, bevor sie wieder in ihr Leben zurückkehren in Bulgarien, betreut wurden. Das war eine Anlaufstelle, die wurde finanziert von gemeinnützigen Quellen und sie hat dort die Chance gehabt, mit Rückkehrerinnen aus Deutschland sehr ausführlich 2 Stunden, 3 Stunden auf Tonband anonyme Interviews zu machen. Und den Inhalt hat sie uns dann übersetzt und mitgeteilt. Also von daher halte ich es für nicht vertretbar, zu sagen, es gibt keinen Schaden, es gibt massiven Schaden. Natürlich kann ich nachvollziehen, wenn gekaufter Sex zwischen 2 Menschen läuft, die dieselbe Sprache sprechen, die sich einig sind, wo es freiwillig ist, wo die Frau selber entscheidet, mit welchen Männern sie das tut, welche Sexpraktiken sie anwendet, wie sie das Ganze gestalten möchte, dass dann sie es, wie es vorhin beschrieben wurde, wie ein Theaterspiel betreibt, eine Rolle, die sie übernimmt. Und dass sie damit klarkommt und dass der Mann damit auch klarkommt. Aber die Realität in unseren Billigläden ist doch eine völlig andere. 90% der Frauen, die dort tätig sind, sprechen nicht die Sprache ihrer Freier. Es ist pur nur Sex gegen Geld. Kommunikation, was eigentlich, wenn ich privat über mich rede, die eigentliche Freude am Sex ist, die findet ja gar nicht statt. Mangels nonverbal findet sie statt, aber die eigentliche Kommunikation des Redens miteinander, die findet weder vorher noch nachher statt. Aber das Entscheidende ist natürlich, was dort abläuft. Dazu haben wir nun genügend erfahren, was die Frauen dort erleben. Es hat ja so seine Gründe, dass wir plötzlich in Deutschland 4-mal so viel Rockerclubs haben, als noch vor 10 Jahren. Diese ungeheure Explosion des Geldverdienens im Rotlichtmilieu für Menschen, die das in aller Härte dann auch tun, hat was mit dem Prostitutionsgesetz zu tun. Dabei will ich Herrn Beck ausdrücklich sagen, ich fand es richtig,
Ihren Grundansatz zu sagen, das ist von der Sittenwidrigkeit und der Kriminalisierung zu befreien. Da war ich ganz auf Ihrer Seite, als Sie damals dieses Gesetz initiiert haben und dachte, jetzt kommen wir einen Schritt weiter. Aber wie es manchmal so ist, mit guten Absichten wird ein Gesetz gemacht und der Ausgangspunkt ist nachvollziehbar und richtig, aber dann geht es schief, wie es sich auswirkt. Denn dass wir heute das Land Nummer 1 mit Flatrate-Bordellen sind in Deutschland, wo Frauen für die Stunde manchmal 30, manchmal 50 Euro bekommen, wenn sie eine ganze Nacht lang einem Mann zur Verfügung stehen, je nach Bordell zwischen 70 und 90 Euro. Na, das sind alles verlässlich ermittelte Zahlen. Die habe ich von den Gesprächen in Hannover der Frauen, der Sozialarbeiterinnen, die mit Frauen reden, die zu ihnen sich geflüchtet haben. Und mit denen haben wir gesprochen und haben sie befragt, was verdienen die denn so, was kriegen die denn hier bei uns, wenn sie in einem Bordell arbeiten, bei uns eins heißt Pascha, ich weiß nicht, wie die anderen heißen, also in diesen Art Einrichtungen. Das ist das Problem, was sich in Deutschland entwickelt hat. Von daher finde ich es faszinierend, dass in Belgien inzwischen ein Gesetz besteht, das nicht mehr diese Hürde hat, die bei uns beim Frauenhandel, beim Menschenhandel besteht, dass man die Aussage der Frau braucht. Nein, dort reicht es aus, dass die ausbeuterischen Rahmenbedingungen bewiesen werden müssen. Das geht leichter. Und dann kann man Flatrate-Bordelle faktisch dort verbieten. Ich wünsche mir, dass wir in Deutschland entsprechende Zustände bekommen. Ich habe mich sehr über das gefreut, was Herr Beck sagte, zu der Notwendigkeit der Kontrolle. Ich finde es unmöglich, dass seit 2002 die Polizei nicht unangemeldet in Bordellen auftauchen darf, dass sie keine Möglichkeit hat, Zuverlässigkeitskontrollen vorher durchzusetzen von den Menschen, die dort beschäftigt sind. Ich rede hier 1:5, aber Sie können mich gerne unterbrechen. Danke. Ich will Sie gar nicht unterbrechen, aber ich möchte eins dazwischen sagen. Ich habe vorhin ziemlich deutlich klar gemacht, dass wir hier, also erstens mal war die, ich will mich nicht in diese Verteidigungshaltung jetzt bringen. Wir wollten hier keine Veranstaltung pro oder contra Prostitution machen, sondern sozusagen eine Stufe drüber gehen oder drunter oder wie man das jetzt nennen will und sozusagen den Streitwert dieser Debatte, dieser neuen Moralisierungsdebatte, die es ja im Moment wirklich gibt, ergründen. Nein, es ist eine Leidensdebatte, es ist nicht Moral. Ich habe die ganze Zeit nicht von Moral gesprochen, sondern von Leiden von Frauen. Lassen Sie mich kurz den einen Satz noch fertig, und ich habe vorhin darauf hingewiesen, dass wir hier im Moment über Prostitution reden, wo es um freiwillige Prostitution geht. Es geht hier nicht um Menschenhandel, es geht hier nicht um Zwangsprostitution. Das ist nicht hier unser Thema. Deswegen, ich habe es vorhin schon mal gesagt und ich möchte es einfach noch mal ganz deutlich machen, das war hier nicht, also so war die Einladung nicht. Nein, hierzu bin ich nicht eingeladen worden. Wir haben Ihnen die Einladung geschickt, es steht... Telefonat, wo ich angefragt wurde, wurde ich dazu gefragt, das zu erörtern, was ich hier vorgetragen habe. Ich glaube, es hat jetzt auch wenig Sinn, dass wir hier jetzt uns darüber streiten, wie sozusagen das im Vorfeld gelaufen ist. Aber ich möchte es einfach nochmal, deutlich machen. Aber Sie haben einen Satz gesagt, wo ich glaube, ganz gern Frau von Galen noch mal fragen würde. Sie haben nämlich gesagt, das Prostitutionsgesetz, da haben Sie ja die Grünen gelobt, war ein guter Ansatz, aber es hätte nicht das gebracht, was davon erhofft worden ist. Da Frau von Galen die Evaluation gemacht hat, würde ich Sie jetzt gern fragen oder ob sie Ihnen antwortet darauf. Ich antworte darauf gerne und ich würde es auch kurz und prägnant anders formulieren als Sie, und ich denke, dass wir gar nicht so weit auseinander sind. Ich würde sagen, nicht das Prostitutionsgesetz ist gescheitert, sondern wenn man hier etwas scheitern sehen will, dann ist das möglicherweise die Erweiterung der Europäischen Union um Rumänien und Bulgarien. Das ist möglicherweise gescheitert, aber nicht das Prostitutionsgesetz. Das hat mit dem Prostitutionsgesetz nichts zu tun. Ich will das jetzt nicht vertiefen, ich bin auch keine Anti-Europäerin, ich finde Europa sehr gut, nur wenn man solche Länder dazu holt, was man machen kann, muss man sich auch um ihre Einwohner und ihre Bürger und Bürgerinnen kümmern. Man kann sie nicht an den Tisch holen und dann sagen, zu essen kriegt er hier aber nichts, das geht eben einfach nicht. Das ist das Problem. Ja? Das als kurze Antwort.
Weil ich Sie jetzt sowieso mit in die Runde holen wollte, was haben Sie denn herausgefunden, also was sind denn die Erkenntnisse, was hat das Prostitutionsgesetz gebracht und wo ist es vielleicht auch nicht angenommen worden? Also es ist ganz sicherlich nicht angenommen worden im gewerberechtlichen Bereich, nachdem der Tatbestand der Förderung der Prostitution abgeschafft wurde und jeder Bordellbetrieb zu einem erlaubten Gewerbe wurde, hätte sozusagen flächendeckend in Deutschland eine Anzeigepflicht bestehen müssen, was die Gewerbeämter in die Lage versetzt hätte, dann auch Zuverlässigkeitsprüfungen anzustellen, und dann wäre sozusagen dieses ganze Rockerclub-Thema zum Beispiel wahrscheinlich wegen entsprechenden Vorstrafen der Betreiber auf diese Art und Weise gelöst worden. Bedauerlicherweise haben sich regional unterschiedlich letztendlich die Gewerbeämter meines Erachtens in rechtswidriger Weise dieser Anzeigepflicht verschlossen. Das geht von Gewerbeämtern, die den Leuten nahelegen, doch Zimmervermietung oder Fotostudio anzugeben. Dann müssen sie sich eben auch um nichts weiter kümmern, bis hin zu Bundesländern, wo eben gar keine Anzeige möglich ist. Das ist ein Problem, was aber auch nicht das Problem des Prostitutionsgesetzes ist, sondern eher ein Problem der gesellschaftlichen Akzeptanz offenbar, die man auch wahrnehmen muss. Man kann nicht sagen, die sind alle blöd, sondern das hat natürlich seine Hintergründe, seine menschlichen Hintergründe, die im Recht eben auch eine Rolle spielen. Und deshalb finde ich auch den Gedanken, dass man jetzt, ich sag mal, zusätzlich noch eine Erlaubnispflicht draufsetzt, die eben mehr ist als nur eine Anzeigepflicht, die jetzt eigentlich schon besteht. Das wäre ein Weg, um die Gewerbeämter endlich dazu zu zwingen, ihren Aufgaben gerecht zu werden und ihnen die Möglichkeit zu geben, dann eben auch Prüfungen anzustellen, wie sie jetzt in der Gewerbeordnung schon vorgesehen sind, und eben auch mit einer Erlaubnispflicht bestimmte Kriterien aufzustellen, was eben erlaubt zu erlauben ist und was eben nicht zu erlauben ist. Dann gibt es klare Regeln, an die sich jeder halten kann, und die Gewerbeämter müssen tätig werden. Also das finde ich einen ganz wichtigen Schritt. Um Frau Freimadl jetzt nochmal in die Debatte, wir kommen gleich nochmal auf die konkreten Dinge, in die Debatte nochmal einzuholen. Ich habe gesehen, dass Sie bei der Anhörung von Frau Schwesig oder Ihr Verband bei der Anhörung von Familienministerin Schwesig, die kürzlich war, vertreten haben, dass Sie das eigentlich lieber nicht wollen. Können Sie das begründen? Also wir sind natürlich für eine Anzeigepflicht, das heißt also Gewerbebetriebe wie andere Gewerbebetriebe auch melden sich an, wir sind da, uns gibt's, wir arbeiten, wir nehmen unsere Tätigkeit auf, wir haben Arbeitsplätze. Wir sind gegen eine Erlaubnispflicht, begründet darin, dass wir aus einer Branche kommen, die bis jetzt absolut unterreglementiert wurde, es wurde nichts gemacht, wir wurden zwar aus der Sittenwidrigkeit herausgehoben, aber des Weiteren ist nichts passiert, wie schon festgestellt wurde. Insofern ist es schwierig, bei so einer moralisch schwierig behafteten Debatte sofort eine Überreglementierung einzuführen. Und eine Übergangslösung wäre eine Anzeigepflicht. Und dann kann man sehen, wie man das weiterentwickelt. Mhm. Da einen Schnellschuss durchzuführen, sehen wir kritisch, da wir die Befürchtung haben, dass die guten Arbeitsplätze wegreguliert werden und die großen Arbeitsplätze, die großen Betreiber, die das Geld in der Hinterhand haben, die mal eben 2-3 Millionen rausgeben können, um umzubauen, um sich da anzupassen, bevorzugt werden und die Sexarbeiterinnen, die sich selbstständig machen mit einem kleinen Betrieb, einfach unter den Tisch fallen. Herr Pfeiffer, Sie haben dieses Statement gehört. Was würden Sie ihr entgegnen, beziehungsweise was motiviert Sie zu sagen, nein, wir müssen doch weitergehen? Ich will erst noch mal auf einen Widerspruch von Ihnen hinweisen. Sie fragen mich, was ich von dem schwedischen Gesetz halte. Ich konnte ja noch gar nicht darauf eingehen. Aber damit fragen Sie eben doch nicht, wie es bestellt ist um die freie Prostitution von selbstbestimmten Frauen, sondern es geht dann ganz zentral um ein Gesetz, was den Menschenhandel reduzieren sollte. Ob Schweden das damit erreicht hat, ist noch gar nicht gesagt, aber es geht um die Massenprostitution, von der ich gerade spreche. Zurück jetzt aber zu Ihrem Argument. Ich denke, eine Doppelstrategie ist nötig. Erst einmal muss man die Mängel korrigieren, die als Folge des Prostitutionsgesetzes und der fehlenden gewerberechtlichen Regulierungen entstanden sind. Dazu gehört, jede Frittenbude muss eine Zuverlässigkeitsprüfung über sich ergehen lassen und muss erlaubt werden. Also ich finde es völlig absurd zu sagen, hier verzichten wir darauf. Nein, es muss eine Zuverlässigkeitsprüfung geben für jeden Menschen, der dort tätig ist, für den Wirtschaftsbetreiber, für die Türsteher. Es kann nicht angehen, dass die Rocker, die
vorbestraften Rocker, die schon nachweislich in diesem Bereich ihr Unwesen getrieben haben, dann als Türsteher in Bordellen tätig werden können, als Betreiber von Bordellen. Wir haben Bordelle in Deutschland, die werden von Leuten betrieben, die wegen Zuhälterei im Gefängnis gesessen sind. Und dann kommen die raus und freuen sich über die neue Rechtslage und scheffeln ihr Geld. Und die Frauen, die dort tätig sind, werden schlicht ausgebeutet. Ich will nicht von Sklaven sprechen. Früher war die Situation anders. Seit dem Prostitutionsgesetz und parallel den offenen Grenzen nach Bulgarien, Rumänien und so weiter, durch diese Koppelung von zwei Veränderungen in unserem Land haben wir eine radikal veränderte Prostitutionsszene bekommen. Ein bayerischer Polizist sagte, von den registrierten Prostituierten bei uns waren früher 13% aus diesen osteuropäischen Ländern, heute sind es 80-90% in den bayerischen Großstädten. Also dieser radikale Wandel der Szene, der erfordert, dass man im Interesse zum Schutz dieser Frauen, die dort tätig sind, das Ganze überwacht, kontrolliert. Die Tatsache, dass die Polizei heute nicht unangemeldet rein kann, dass sie keine Zuverlässigkeitsüberprüfungen gemeinsam mit den Gewerbeämtern machen kann, also dass sie nicht gefragt wird, was haltet ihr von dem und dem als Betreiber, gibt es da Vorstrafen in die einschlägige Richtung und so weiter, ist absurd und bedarf dringend der Korrektur. Aber das Zweite, das Eigentliche ist ja das Spannende, was sich auf europäischer Ebene gerade getan hat, wo 102 von 125 Mitgliedern des Europarates das schwedische Modell vorgeschlagen haben. Darüber lohnt sich nachzudenken. Was motiviert die? Ich habe mir heute die Zeit genommen und mir eine Podiumsdiskussion und viele Einzeldebatten angesehen, die es hier in der schwedischen Botschaft kürzlich zu dem schwedischen Gesetz gegeben hat. Eines der eindrucksvollsten Dinge waren die Auskünfte eines Staatsanwalts und eines Polizeibeamten, die sagten, wenn wir hier pro Jahr mit etwa 500 Frauen im Gespräch sind, die als Prostituierte angesprochen worden sind von einem Mann, den wir dann bestraft haben. Wenn wir mit diesen Frauen reden, ist die Mehrheit plötzlich sehr aufgeschlossen, mit uns intensiv darüber zu sprechen, wie es dazu gekommen ist, dass sie aus Rumänien, Bulgarien oder sonst woher hier in Schweden landen und hier ihr Geld verdienen. Und was sie für Probleme zu Hause haben mit ihren kleinen Kindern, die sie ernähren aus der Ferne, weil die Armut so ausgeprägt ist. Und wie schlimm es für sie ist, diesen Beruf ausüben zu müssen. Das reden die von sich aus, ohne dass es zu ihrer Zeugenaussage gehört. Das finde ich spannend, dass die in einem Strom von Reden die Chance wahrnehmen gegenüber Polizeibeamten, dann natürlich auch gegenüber Sozialarbeiterinnen, die zuständig für sie werden, um zu prüfen, können wir diesen Frauen irgendwie helfen, nach draußen zu kommen. Und besonders interessant fand ich und überzeugend dargelegt von den schwedischen Ansprechpartnern, dass sie sagten, vorher in dem alten Rechtszustand hatten wir wenig Chancen, Anzeichen von Menschenhandel überhaupt wahrzunehmen. Jetzt dagegen öffnet sich durch dieses Gespräch, was wir mit jeder Prostituierten führen, deren Freier wir der Strafe zugeführt haben. Durch diese Gespräche öffnen sich Türen zum Menschenhandel. Wir haben ganz andere Möglichkeiten, Einblicke zu gewinnen. Das ist erstmal interessant. Ich selber bin noch nicht überzeugt, dass wir eine ausreichende Evaluation der schwedischen Situation haben. Ich würde gern noch gründlichere Forschung erleben, die uns die Nebeneffekte auch verdeutlicht. Ob es eine Abdrängung in den Untergrund gegeben hat. Also wie die Szene sich dazu verändert hat, dass die Straßenprostitution jetzt in Schweden auf die Hälfte zurückgegangen ist, geschenkt. Natürlich ist das so. Das war zu erwarten. Aber was sich danach tut in den Wohnungen, in den Hotels, das ist spannend. Dazu gibt es bisher noch zu wenig Belege, dass das alles so gut gegangen ist, wie das die schwedische Regierung gerne behauptet. Da würde ich als Wissenschaftler noch nachbohren wollen, aber erst einmal finde ich es spannend, welche Tür sich hier öffnet. Und mit Moral hat das alles nichts zu tun. In der schwedischen Debatte habe ich kein einziges Moralargument von den schwedischen Argumentierern gehört, sondern nur die Frage, wie können wir die Situation der Frauen verbessern, die aus Not, aus ihrer Armutssituation aus diesen Ländern nach Schweden kommen und sich hier als Dienstleisterinnen betätigen. Herr Pfeiffer, ich würde Sie jetzt noch mal ganz gerne mit dem Rest des Podiums ins Gespräch bringen. Ich glaube, Frau von Galen wollte unmittelbar was dazu sagen, aber ich möchte noch mal daran erinnern, wir sprechen hier nicht über Zwangsprostitution und über Frauenhandel. Ich tue das weiterhin. Okay.
Ich will es nur noch mal daran erinnern. Genau, also das ist ein Straftatbestand und das ist das einfach ist, ein weil das hier geregelt Setting. Ist. Und wenn ich Sie, also ich muss sagen, ich bin überrascht, weil ich das, was Sie sagen, eigentlich nicht so ganz in unsere Rechtssituation hier in Deutschland einordnen kann. Man könnte glatt auf die Idee kommen, dass Sie sagen, es soll ein Verbot für ausländische Prostituierte geben, diese Tätigkeit hier auszuüben. Deutsche dürfen das. Das sagen Sie nicht. Okay. Dann frage ich mich, wie soll das rechtlich aussehen? Also wenn man mal davon ausgeht, dieses ganze Elend, was Sie beschreiben, ist mit schweren Strafen bedroht. Die Situation haben wir hier in Deutschland. Wir reden hier über sozusagen den Beruf, den das Bundesverfassungsgericht jetzt auch als solchen bezeichnet hat. Das ist Ihnen ja mit Sicherheit geläufig. Und insofern kommt für Deutschland vor dem Hintergrund von Artikel 12 meines Erachtens ein Verbot der Prostitution für alle und für jedermann überhaupt nicht in Betracht. Und von daher gesehen kommt für uns meines Erachtens auch das schwedische Modell überhaupt nicht in Betracht. Sie können nichts anderes tun, als gegen diese Auswüchse, die Sie beschreiben, mit Strafrecht vorzugehen, was der Fall ist. Aber Sie können nicht einer bestimmten Gruppe von Frauen die Ausübung der Prostitution von vornherein verbieten, damit der Straftatbestand gar nicht erst auch in Schweden nicht. Die eintritt. Männer werden bestraft, die Frauen werden nichts verboten. Es ist aber die Prostitution als solches verboten. Nein. Nicht. Die nein, Frauen nein, dürfen, nein. Die Männer dürfen nicht. Nur so. Das war ganz okay. Einfach. Ausdrücklich nicht verboten. Sprechen wir mal über Berufsverbot. Dann möchte ich, genau. Aber das dann ist ein Berufsverbot für weibliche Prostituierten. Dann möchte ich das Bundesverfassungsgericht zu diesem Tatbestand, das kommt letztendlich, die Formulierung kenne ich natürlich nicht im Detail, aber dann möchte ich das Bundesverfassungsgericht zu diesem Tatbestand hören. Wenn Sie eine Branche haben und sagen, jeder Kunde, egal wo er herkommt und egal was er bezahlt und so weiter, macht sich strafbar, wenn er diese Dienstleistung in Anspruch nimmt, dann ist das ein Berufsverbot für den Dienstleistungsanbieter. Mhm. Ja, also das ist überhaupt keine Frage. Insofern nimmt sich das nichts. Das ist in Deutschland mit Artikel 12 meines Erachtens nicht zu vereinbaren. Ja. Ich finde das jetzt auch ganz interessant. Wir sehen hier ganz deutlich, wie emotional und teilweise auch fachlich fiktiv die Debatte geführt wird. Da werden irgendwelche Zahlen benannt, die man dann doch nicht belegen kann. Es gibt ausführliche Gespräche im Dauer von einer Stunde oder zwei. Das ist für mich ein netter Plausch beim Kaffee. Also Forschung sieht für mich tatsächlich anders aus. Wissenschaftliche Fakten sehen für mich auch ein bisschen anders aus. Es wären Flatrate-Bordelle als der Hort allen Übels irgendwie genannt. Die gibt es gar nicht so oft. Wie viele Flatrate-Bordelle haben wir in etwa in Deutschland? 25, 30? Das sind Saunaclubs, die gibt es auch schon seit 25 Jahren. Da zahlt man Eintritt, kann sich dann vergnügen und das ist auch mitnichten so, dass alle Damen oder alle anwesenden Sexarbeiterinnen da breitwillig liegen müssen und jeden mitnehmen müssen. Das ist einfach mal realitätsfremd. Wie gesagt, Sie können gerne kommen, sich selbst mit den Prostituierten unterhalten. Da wird dann gesagt, ich habe mit Leuten gesprochen, die mit Prostituierten gesprochen haben. Da ist schon wieder jemand dazwischen geschalten. Es wird nicht anerkannt, dass wir tatsächlich auch schadensfrei aus einer sexuellen Beziehung herausgehen können, die wir auch eintauschen gegen Geld. Warum denn auch nicht? Wird mir sofort wieder abgesprochen, wird meinen Kolleginnen abgesprochen. Wir haben alle einen Leidensdruck. Naja, natürlich muss ich Geld verdienen. Das ist der Leidensdruck, den ich habe. So, und das ist, wenn das Zwangsprostitution ist, dass ich meinen Lebensunterhalt verdiene, dann möchte ich aber bitte auch, dass wir die Zwangspolizisten retten, die Zwangsputzfrauen, die Zwangsjournalisten und die Zwangsmoderatorinnen. Ich würde Sie gerne aber trotzdem noch was fragen, weil Sie ja mich jetzt hier immer versuchen, der Widersprüche zu überführen. Mir ist auch ein Widerspruch bei Ihnen aufgefallen, beziehungsweise ein Widerspruch, den ich dann an den sozusagen mit den Daten, die ich vom Bundesinnenministerium habe. Sie gehen ja davon aus, dass sich die Zwangsprostitution also erheblich erweitert hat oder vergrößert hat. Nein. Ich gehe davon aus, weil das ich frage es deswegen, weil das Bundesinnenministerium neulich kürzlich Daten vorgelegt hat für 2013, dass das nicht der Fall ist. Okay. Aus den Daten, die Polizei sagt selber, wir finden einfach keine aussagebereiten Frauen, wir haben keine Chance, mit dem aktuellen Paragraph 232 des Strafgesetzbuches erfolgreich gegen den Menschenhandel vorzugehen, weil die Frauen zu große Risiken in Kauf nehmen müssen. Angesichts dieser verständlichen Verweigerungshaltung, die ganz selten durchbrochen werden kann, sind unsere Zahlen ausgesprochen mickrig. Es gibt Menschenhandel, aber wir können ihn nicht vor Gericht bringen. Das ist die Position der Polizei. Also Sie meinen, das Dunkelfeld ist zu hoch. Okay. Davon gehe ich aus. Aber das
das, was die Polizei gleichzeitig auch zugesteht, ist, sie, ich habe mit den beiden Fachleuten für Prostitution vom Landeskriminalamt und von Hannover kürzlich ein langes 3-Stunden-Gespräch geführt, wo sie mich sehr direkt über all das informiert haben, was sie so in den letzten 10 Jahren an Wandel erlebt haben. Und da sagten sie, sie gehen heute davon aus, die Mehrheit der Frauen, die in den Fairtrade-Bordellen arbeitet, ist in Anführungszeichen freiwillig, also nicht gezwungen von jemand, nach Deutschland gekommen, wohlwissend, hier werde ich als Prostituierte arbeiten. Sie haben die Rahmenbedingungen unterschätzt. Also er zitierte mir eine Wirtschafterin eines Bordells, die dann ganz ähnlich, wie es auch in einer Fernsehsendung kurz gesagt wurde, sagte, die Mädchen, die da kommen aus Bulgarien und Rumänien, mit einer Dolmetscherin sage ich denn, wie sie mit dem Kondom das machen müssen, weil sie keine Ahnung haben. Das sind Frauen, die nicht vorher in der Prostitution gearbeitet haben, sondern von irgendwelchen Dörfern kommen, wo es Prostitution in der Form gar nicht gibt wie bei uns, und dann gehört haben, da kann man schnelles Geld verdienen, so und so viel wird ihnen versprochen, und dann lassen sie sich auf dieses Abenteuer ein und wachen hier auf, manchmal auf sehr böse Weise. Wenn sie dann in die Hände von Ausbeutern geraten, die mit ihnen massiv Geld verdienen und ihnen nur einen Minilohn überlassen. Diese Situation, die wird von der Polizei und den Sozialarbeiterinnen, die dann mit solchen Frauen diskutieren, als höchst belastend und schwierig erlebt. Das soll sich ändern. Und ich stimme Ihnen ja zu, dass es rechtlich in Deutschland sehr schwierig sein wird, das schwedische Modell durchzusetzen. Das sehe ich so wie Sie auch, dass das verfassungsrechtlich Probleme geben könnte. Trotzdem, in Frankreich bin ich gespannt, wie dort die Juristen das entscheiden werden. Wir haben auch eine europäische Rechtsprechung, die sich dann solcher Dinge annehmen wird. Weil ich also nicht sicher bin, wo wir da juristisch landen werden bei der Übertragung des schwedischen Modells, so wie es der Europarat gerade mit 4/5-Mehrheit verlangt hat. Deswegen bin ich ein Pragmatiker und sage, was können wir dann zum Schutz der Frauen tun, die hier in solche Ausbeutungssituationen geraten. Eine Regel finde ich sehr überzeugend, dass man dieses Ganze nur zulässt für Frauen, die älter als 21 sind. Was ist das? Entmündigung. Nein, es ist eine Schutzregel, weil es sinnvoll ist, Frauen erst einmal nach der Schulausbildung eine Zeit des Überlegens zu gönnen, bevor sie sich auf diese Tätigkeit einschalten. In der Lehre wird systematisch gemobbt. Ich weiß es aus meiner Familie. Immer wieder wurden Familienangehörige als Lehrlinge gemobbt. Na klar. Davon redet auch keiner. Und da sagt auch keiner erstmal 21, bevor sie in der Lehre müssen. Nein, das ist... Wir machen gleich die Diskussion auf. Aber nochmal, Herr Pfeiffer, ich meine, die Argumente, die jetzt eben gekommen sind, dass stärkere Reglementierung zur Stigmatisierung der Frauen oder der Betroffenen oder der Sexarbeiter und Sexarbeiterinnen führt, die... also die diese Arbeit machen, das ist doch ein Argument, das können Sie doch nicht einfach, oder zur Stigmatisierung, das können Sie doch nicht einfach wegwischen. Ich verstehe gar nicht, was Sie zu der These veranlasst, wenn man Zuverlässigkeitsprüfungen macht für die Menschen, die ein solches Bordell betreiben, dass das irgendwo... Nein, darüber reden wir jetzt nicht. So. Zumindest teilweise Einheit hier auf dem Podium. Ja. Aber also darüber kann man ja diskutieren. Aber Sie haben ja schon eine Vorstellung, dass das weitergeht. Ich möchte übrigens dazu sagen, dass von 47 Staaten des Europarats nur 9 Staaten reglementierende Ansätze verfolgen. Also ich weiß nicht, wie Sie, das mag sein, dass das jetzt war, aber das ist der Stand, den ich jetzt zuletzt recherchiert habe. Also es gibt relativ wenig reglementierende Ansätze in Europa zur Prostitution. Das heißt, man muss sich doch fragen, für welche Berufsgruppe außer für Prostituierten in dieser Form gibt es Sondergesetz? Und es ist ja auch, das Prostitutionsgesetz ist ein Sondergesetz. Es ist nur auf diese Berufsgruppe bezogen und es hat natürlich etwas Stigmatisierendes. Und das kann man ja nicht einfach von der Hand weisen. Nein, es ist so, was von Herrn Beck richtig betont wurde, Prostitution ist so alt wie die Menschheit. Das ist richtig. Hat schon immer gegeben und das Konstanzer Konzil ist ein schönes Beispiel dafür. Weil das so ist, weil wir gleichzeitig aber
dieses Stigma wegnehmen wollen. Das war der richtige Ansatz von den Grünen, als sie gesagt haben, Sittenwidrigkeit, dieses gehört weggenommen. Das stimmt. Aber danach geht es um den Schutz der Frauen, die in diesem Bereich arbeiten. Und da teile ich nicht die These, die eingangs gebracht wurde, dass generell diese Frauen keinen Schaden nehmen. Ich sehe es anders. Nach allem, was wir aus den Zeugnissen von Betreuerinnen, die mit Aussteigerinnen aus dem Milieu arbeiten und was wir von den Rückkehrerinnen wissen, ist das ein Beruf, der, wenn man ihn als Beruf bezeichnet, extrem hohe Schadensneigung hat, dass psychische Schäden bei den Frauen bleiben und das zu reduzieren, das muss dann, wenn wir nicht dem schwedischen Modell folgen können, weil es rechtlich gar nicht geht, dann müssen wir Lösungen finden, die weit über das jetzige hinausgehen, um die Situation der Prostituierten in Bordellen deutlich zu verändern. Und da sind wir gerade am Anfang. Da gibt es jetzt die ersten Debatten, was man machen müsste. Die CDU hat erste Überlegungen vorgelegt, denen ich nicht in vielen Punkten zustimmen möchte. Also diese Nachbarschaftsregulierung zum Beispiel, das finde ich in der Tat absurd, dass es nur darum geht, etwas nicht wahrnehmen zu wollen, aus dem Gesichtsfeld herauszunehmen und die Genehmigungen dann entsprechend zu erteilen. Das ist sehr durchsichtig als Manöver, aber insgesamt meine ich, wir können nicht stehen bleiben bei dem, was ursprünglich mal 2002 Gesetz geworden ist. Die Situation wird sich verschlimmern, wenn Frankreich ernst macht und dem schwedischen Weg folgen sollte, dann kriegen wir einen unglaublichen Sextourismus ins Saarland und alle angrenzenden deutschen Gebiete. Dort werden die Flatrates-Bordelle aus dem Boden schießen, weil sich damit Geld verdienen lässt. Das ist eine Situation, die ich unerträglich finde und ich bin sehr dezidiert der Meinung, solche Flatrate-Bordelle sollten generell wegen der Menschenwürde dieser Frauen, die dort veranlasst werden, von Anfang bis Ende des Tages nackt rumzurennen und sich körperlich anzupreisen und zu Niedrigpreisen zu verkaufen. Diese Situation können wir nicht wollen. Ich glaube, das ist jetzt angekommen. Es gibt noch zwei Wortmeldungen, bevor ich die Diskussion dem Publikum öffne. So viel, ich bin jetzt ein bisschen, muss erstmal sortieren. Gut. Nein, ich wollte nur noch mal was zu der Situation in Niedersachsen sagen. Sie haben da die offenbar nicht ganz geringe Herrschaft von Rockerbanden, aber wie Sie schon gesagt haben. Die haben Sie in Berlin auch. Aber nicht, also ich habe ja auch mit den, ich habe auch mit Leuten von Niedersachsen, also vom Landeskriminalamt gesprochen, die schimpfen da sehr drüber. Die Berliner Polizei beklagt sich über die Situation insgesamt nicht. Und das ist ein Land, wo Sie Minister waren auch eine Zeit lang, und da muss man sich wirklich schon fragen, warum ist da nicht von Seiten der Landesregierung darauf hingewirkt worden, dass solche Betreiber Gewerbe anzeigen müssen, dass sie überprüft werden und dass sie aus dieser Situation entfernt werden. Das hätte man natürlich machen können. Das ist wirklich ein Vollzugsdefizit. Und es gibt aber die andere Seite der Medaille, und die wird es auch in Niedersachsen gehen und auch woanders. Die besteht darin, dass nach Inkrafttreten des Prostitutionsgesetzes durch die Legalisierung der Bordellbetriebe plötzlich Betreiber angefangen haben, Bordellbetriebe zu eröffnen und zu führen, die das vorher nie gemacht hätten, weil sie sich niemals hätten strafbar machen wollen. Und insofern ist da auch eine, ich sag mal, Betreibergeneration seit Inkrafttreten des Prostitutionsgesetzes herangewachsen, die Sie und ich und wir alle uns wünschen würden. Auch das ist ein Effekt des Prostitutionsgesetzes. Das fehlt mir Frau die technischen Daten. Frau Freimadel? Es wird ja immer wieder bemerkt, wie schrecklich es unserer Sexarbeiterinnen geht, wie groß der Leidensdruck ist, und dann werden wieder Erfahrungswerte angeführt aus dem direkten Gespräch mit Therapeutinnen. Ich möchte mal gerne in die Debatte einwerfen, dass wir immer noch zu einer der am höchsten stigmatisiertesten Berufsgruppen gehören. Wir sind zwar seit 2002 offiziell nicht mehr sittenwidrig, wie es im Prostitutionsgesetz festgeschrieben ist, nichtsdestotrotz in der Öffentlichkeit können sich nur sehr, sehr wenige von uns outen. Es macht sich schlecht im Lebenslauf, wenn der Hauptarbeitsgeber erfährt, dass man abends vielleicht noch anschaffen geht, um sich mal den Urlaub zu leisten oder aus welchen Gründen auch immer, ist teilweise der Beruf in Gefahr, man kann gekündigt werden, die Nachbarn zeigen auf einen, die Kinder werden gehänselt. Schwierig mit der Partnersuche, Vorurteile aller Ordens. Inwieweit diese Stigmatisierung sich natürlich negativ auf den psychischen Druck der arbeitenden Frauen auswirkt, müsste vielleicht auch einmal beleuchtet werden. Und seit 2002 ist zwar schon offiziell
viel gesagt worden, aber noch nicht so wirklich viel passiert. Wichtig ist auch, wenn Frauen zum Beispiel aus anderen Ländern kommen, Stichpunkt Arbeitsmigration, die unter Vorspiegelung falscher Verhältnisse in den Bordellen quasi zum Arbeiten geschickt werden. Warum stärken wir diese Frauen nicht? Durch Beratung, durch Aufklärung, durch Peer-Projekte, durch erfahrene Sexarbeiterinnen, die sich eben genau dieser Frauen annehmen, auch mit Sprachmittlern, und geben eben Beratungsangebote. Das muss natürlich finanziert werden, kostet natürlich Geld, muss irgendwo herkommen. Und das ist auf jeden Fall wesentlich sinnvoller, das Selbstwertgefühl der Frauen und somit auch die Arbeitsbedingungen zu verbessern, als von oben wieder zu regulieren und noch weiteren Druck auszuüben. Ich mache jetzt hier erstmal einen Break. Ich bitte die drei Teilnehmer vom letzten Podium wieder hier herauf und würde Sie bitten, sich, wenn Sie Fragen oder Beiträge haben, sich zu melden. Da hinten ist schon eine Meldung. Und bitte würden Sie auch, also wenn das jetzt mehr als nur ein Kommentar ist, wenn Sie Fragen haben, sagen Sie bitte, an wen Sie die Frage richten, damit die entsprechenden Podiumsteilnehmer sich dann Notizen machen können. Henny Engels vom Deutschen Frauenrat. Ich möchte als erstes sagen, mich verwirrt zunehmend, dass Frauen wie Männer, die in den 60er und 70er Jahren dafür eingetreten sind, dass Frauen wie Männer über ihr Leben selbst bestimmen dürfen, jetzt plötzlich feststellen, dass sie doch besser über das Leben anderer entscheiden sollten. Das verwirrt mich zunehmend. Ich zitiere Alice Schwarzer, mein Bauch gehört mir. Das Feministische Institut Hamburg hat gesagt, heute hieß er der Spruch, dein Körper gehört uns. Das, finde ich, steht niemandem zu. Und ich trete dafür ein, dass wir wirklich akzeptieren, dass Frauen wie Männer zu Entscheidungen kommen, die ich nicht nachvollziehen kann, die ich möglicherweise nie treffen würde. Aber ich habe sie zu akzeptieren. Und ich glaube, und das auch ist bei der Anhörung gefordert worden, wir brauchen eine gesellschaftliche Debatte, eine Begleitmusik für dieses neue Gesetz, die genau das befördert. Sonst sind wir in 5 Jahren an der gleichen Stelle wie jetzt. Das war das eine. Das zweite ist, die Frage richtet sich an Herrn Pfeiffer. Ich weiß, dass wir nicht über Menschenhandel reden, aber ich muss denn doch nochmal fragen, treten Sie mit der gleichen Vehemenz auch für die Bekämpfung der Ausbeutung von Opfern von Menschenhandel zum Zwecke der Arbeitsausbeutung ein? Das höre ich bisher nirgendwo und das knüpft nochmal an die erste Debatte an. Die ILO hat ein Factsheet vorgelegt, dass es 2012 880.000 Opfer von Menschenhandel in Europa gab, 70% Arbeitsausbeutung. Im Koalitionsvertrag, ich habe von Ihnen keine Kritik gehört, findet sich dazu, die Situation dieser Menschen werden wir verstärkt in den Fokus rücken. Da ist nichts von Bestrafung oder so, sondern das werden wir verstärkt betrachten. Ich frage mich, was passiert dann, wenn wir das verstärkt betrachtet werden haben. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn Sie, wenn Sie denn so stark dafür eintreten, sagen, dann bitte werden alle bestraft, die Opfer von Menschenhandel ausbeuten. Und hören Sie auf, nur mit der sexuellen Ausbeutung zu reden. Und ein letztes, wenn wir über die psychische Auswirkung von Berufstätigkeiten reden, dann würde ich gerne das ausweiten auf andere Berufstätigkeiten, zum Beispiel Toilettenfrauen, Putzfrauen, Lidl-Mitarbeiter und so weiter. Dann machen Sie sich glaubwürdig. So knüpft es an die erste Debatte an. Es ist eine Moraldebatte, auch wenn Sie das Wort Moral nicht in den Mund nehmen. Wir sammeln jetzt einige Wortmeldungen. Sonst, also hier war eine Wortmeldung, dann hier, dann da irgendwo in, hat sich ein Herr gemeldet, ja. Dann hier hinten, dann Sie, das waren jetzt die 5, die ich gesehen habe. Also es gibt viele Wortmeldungen, ich glaube, wir müssen sie jetzt nacheinander abarbeiten. Da hinten auch noch, ja. Ich habe ganz kurz Kommentare. Ich komme, ich arbeite in einer Beratungsstelle für Opfer von Menschenhandel in Via, das ist ein katholischer Verband. Ich arbeite dort seit 17 Jahren, seit 20 Jahren bin ich hier engagiert in also Kampf gegen Menschenhandel. Ich finde die Debatte schwierig. Ich weiß, dass es immer sehr schwierig ist, Prostitution und Menschenhandel zu trennen. Ich habe eine grundsätzliche Schwierigkeit zu hören, wie schlecht es dem Opfer geht und dass alle, also dass Prostitution per se ist dann mehr oder weniger Menschenhandel. Wir haben Untersuchungen, wie schlecht es den Opfern geht. Wir haben aber absolut keine
wie gut oder schlecht, also belastbare Zahlen und Untersuchungen, wie schlecht oder gut geht es den Prostituierten. Dazu möchte ich Folgendes sagen, ein Vergleich. Scheidungskinder, welche kennen wir? Nur die aus den Scheidungsfamilien. Von den Kindern, die in schlechten Familienverhältnissen leben, haben wir keine vergleichbare Zahlen. Das ist hier ähnlich. Und das ist falsch so. Was die zweite Sache, wir können immer noch Kontrollen, also Polizei darf die Kontrollen machen. Das ist Polizeigesetz. In Berlin darf sie, in Brandenburg nicht. So, Polizeigesetz ist Ländergesetz. So, das andere ist, was auch sehr wichtig ist, die Vergleiche halt in Rumänien, Bulgarien zu vorher und nachher. Vorher waren die illegal. Da sind wir ja auch nicht so schnell, also an die Frauen, die illegal irgendwo gearbeitet haben, rangekommen. Jetzt ist die Situation eine ganz andere. Und die ganze Vermischung der Situation, die wir hier haben, nutzt absolut nichts, aber auch wirklich nichts, den Opfern von Menschenhandel. Also ich würde Sie noch mal bitten, es haben sich ganz, ganz viele gemeldet und dass alle eine Chance haben, hier dran zu kommen, bitte ich Sie, sich relativ kurz zu halten. Es waren mindestens zwei, ich würde jetzt einfach, wir gehen jetzt am besten so durch den Saal, sonst, ich habe jetzt zwei Wortmeldungen hier hinten. Ja, ich habe, Juliane Müller ist mein Name. Ich habe eine Anmerkung gleich zu Beginn. Ich fand es etwas schade, dass Sie wirklich nicht definiert haben, um was es sich handelt, denn meines Erachtens lässt sich eben dieser Bereich der Zwangsprostitution gar nicht trennen von dem der in Anführungszeichen Freiwilligen. Und wir haben keine, Sie haben keinerlei Zahlen in irgendeiner Weise benannt, keinerlei Definition, worum diese Diskussion gehen soll. Und dann meine ich, dass es gerade in der ersten Runde sehr starke Verquickungen gab zwischen zwei Fragen, die sich eigentlich unabhängig voneinander beurteilen lassen müssen. Nämlich die der Frage, finde ich es moralisch verwerflich, bestimmte sexuelle Praktiken vorzunehmen oder eine bestimmte sexuelle Orientierung zu haben, oder finde ich es verwerflich, Geld für eine Dienstleistung zu verlangen. Und das wurde tatsächlich meines Erachtens sehr stark vermischt. Natürlich ist es so, dass ich, also gerade Argumentation, die Befreiungsbewegung Homosexueller sei vergleichbar mit der Befreiungsbewegung Prostituierter. Das meine ich, ist ein großer Unterschied, ob ich mit meiner Identität öffentlich auftreten darf, mit meiner sexuellen Identität und Orientierung, oder ob ich mit einer Handlung öffentlich auftreten darf, über die die Meinungen durchaus geteilt sein können. Ich finde, das lässt sich einfach nicht vergleichen. Dann meine ich für die zweite Runde, und da würde ich gerne Frau von Galen und Herrn Professor Pfeiffer zu fragen, meine ich, dass es durchaus problematisch ist, die Berufsfreiheit so hoch zu hängen. Wer sagt denn, dass nicht Artikel 1 oder Artikel 3 Grundgesetz tangiert ist und dass nicht diese Artikel uns auch zu einer stärkeren Schutzpflicht bringen und dass wir als Staat stärker uns um Frauen in Zwangslagen kümmern müssten. Wir haben zum Beispiel im Vergleich beim Zwergenweitwurf immer gesagt, dass man da die Berufsfreiheit niedriger hängt als die der Menschenwürde. Und ich würde einfach von Ihnen gerne wissen, wie Sie das einschätzen. Vielen Dank. Okay, ich glaube, da hinten war noch eine Meldung, oder nicht? Dann war, jetzt... Ja, der junge Mann, also dann gehen wir hier weiter, dann war da vorne, dann war hier ein Herr. Okay, ich sehe es auch ganz schlecht. Schönen guten Tag, Jakob Eris. Mich beruflich oder so nie mit dem Thema beschäftigt, bin hier ein bisschen unbefangen hergekommen, das ist einmal vorweg. Aber mir scheint es so ein bisschen um Freiheit zu gehen, also irgendwie zum einen um die Freiheit, sich zu prostituieren, also im Sinne von Dienstleistungen, losgelöst von der, wie es auf dem ersten Podium gehießen hat, Essenz des Gegenübers. Und gleichzeitig geht es ja in dem, was Herr Pfeiffer vor allen Dingen aufgeführt hat, darum, Menschen, die sich in ökonomischen Zwangssituationen befinden, vor Ausbeutung zu schützen. Und jetzt ist meine Frage, wie sehe eine Struktur oder eine rechtliche Grundlage aus oder wie könnte die aussehen, um beides zu gewährleisten? Also ich meine,
sowohl das Recht darauf, Sex als Dienstleistung anzubieten und sowohl zu schützen. Ich meine, im Endeffekt scheint es mir weniger um Prostitution zu gehen, sondern eher um die Aufladung des Themas mit Macht. Okay, danke. Wir gehen jetzt im Saal weiter. Ich glaube, Sie waren jetzt dran. Hatten Sie sich gemeldet? Mhm. Und dann Sie. Ich habe es gesehen, ja. Wo waren Sie? Ja. Wir gehen jetzt einfach so durch den Saal durch. Danke. Also mir ist vorhin sauer aufgestoßen, als der Vertreter der schwedischen Botschaft sagte, 70% sind zu Prostitution derselben Meinung wie die Regierung, weil ich erlebe einfach, wie es hier hin und her geht, und Prostitution wird auch immer so ein Reizthema sein, und eine wirklich freie Gesellschaft, da wird es nie 70% oder noch mehr, weil eine Vertreterin der Ali-Schwarzer-Fraktion sagte, sogar 90% der schwedischen Frauen wären dafür, und das kam mir vor wie Orwell, so nach dem Motto, wenn ich mit einer Frau spreche, erfahre ich nicht ihre Meinung, sondern eine Meinung, die durch einen Diskurs von oben herab in einer neuen Form des Totalitarismus in der Gesellschaft durchgesetzt wird. Also ich finde, Schweden stellt sich mit dieser Uniformität der Meinung zu Prostitution kein gutes, sondern ein schlechtes Zeugnis aus. Okay, klares Statement. Jetzt waren Sie dran. Ja? Ist es jetzt zu viel? Sehr schön, wenn man gleich okay, zwei Mikros bekommt. Okay, wir machen dann gleich bekommt. Mal eine Runde hier. Gemünd, ich bin Soziologe und beschäftige mich momentan mit Freierforen. Für die es nicht kennen, es gibt im Internet die Möglichkeit, alles und jedes massenhaft zu kommentieren. Das gilt für Filme, Autos, Waschmaschinen, Ärzte, Lehrer und natürlich auch Prostituierte. Und da gibt es eine ganze Reihe von nationalen und internationalen Foren, in denen Freier über ihre Erfahrungen reden und das Thema diskutieren, auf einem ähnlichen, manchmal besseren, manchmal niedrigeren Niveau als hier. Aber es wird darüber geredet, und die Erfahrung ist natürlich eine andere als die von Polizisten und Sozialhelfern, die immer nur mit den Problemfällen in Verbindung kommen, weil die anderen Fälle tauchen halt in ihrer Erfahrung, in Erlebnis nicht auf. Und aus diesem Erlebnis möchte ich mal zwei Punkte klarstellen, Diskussionen immer rumlaufen. Es wird also einmal immer Flatrate-Bordelle, werden als der schlimmste der schlimmsten Ausbeutungsmöglichkeiten dargestellt. Das kommt irgendwo daher, dass die Leute im Kopf haben, Flatrate-Saufen führt bei Jugendlichen zum Koma und hat nichts mit der Realität zu tun, weil im Prinzip verwirklichen Flatrate-Bordelle das, was Rot-Grün mit dem Gesetz wollte, nämlich die Prostituierten als Angestellte, die für die Zeit, die sie in dem Arbeitsverhältnis verbringen, bezahlt werden. Und ähnlich sehen das auch die Polizei, Zoll und vor allem die Finanzbehörden, die doch Razzien machen, weil die immer dann die Damen als Angestellte betrachten und beträchtliche Höhen von Sozial- und Steuerabgaben nachfordern. Darüber hinaus gibt es die Großbordelle, die in immer größerer Anzahl erscheinen, die also das Modell sind, das den Behörden am liebsten ist, weil das ist unter Kontrolle. Es ist immer irgendwo abgelegen und macht kein Problem mit den Nachbarn. Und vor allen Dingen, das Finanzamt kann reinkommen, und es tut es auch permanent, und von jeder Dame pro Tag 35 Euro, hier nach dem Düsseldorfer Modell. Die Damen selber werden offiziell als Selbstständige geführt, die entscheiden können, wie lange sie arbeiten, was sie machen, welche Preise sie nehmen, steht auch schön dran. Dass sie dabei nackt sein müssen, ist eine andere Sache, aber das hat nichts mit Flatrate zu tun,
wo die Damen, die das machen, öfters sagen, es ist ihnen lieber, weil sie müssen sich darum kümmern, sie müssen keine Kunden ansprechen, sie müssen nicht werben und versuchen, die Männer zu überzeugen, sondern sie haben eine nette Zeit da und wenn sie gebraucht werden, werden sie halt gebraucht. Ich würde Sie... Okay. Ich würde Sie wirklich nochmal sehr herzlich bitten, sich kurz zu halten. Ich möchte mal gern gucken, wie viele Wortmeldungen noch sind. Das sind doch noch, glaube ich, wie viel? Eins, zwei? Ich weiß, aber ich überlege jetzt gerade, ob wir hier jetzt zum ersten nochmal eine Runde machen und dann noch, ich glaube, wir machen es jetzt fertig. Dann diese zwei Wortmeldungen, die wir hier hinten noch haben. Ja, mein Name ist Ole Schaufs, Bündnis 90 Die Grünen. Ich habe konkret eine Frage an Herrn Pfeiffer, eine Analogie, die mir die ganze Zeit zu dem, was Sie gesagt haben, in den Kopf kommt. Sie reden von Opfern, Sie reden von Opferschutz und Sie sind, soweit mir das bekannt ist, auch Experte oder forschen im Bereich Gewalt gegen Frauen und machen viele Datenerhebungen. Was ich allerdings jetzt gerade gedacht habe in Bezug auf das Thema Gewalt gegen Frauen, ganz konkret das Thema häusliche Gewalt ist Ihnen ja auch nicht unbekannt. Wieso habe ich von Ihnen noch nie was gehört in Bezug auf häusliche Gewalt, wenn Frauen, die in ein Frauenhaus gehen, weil sie häusliche Gewalt erleben, und aus unserer Erfahrung wissen wir, dass viele Frauen auch wieder zurück zu den Tätern gehen. Wieso haben Sie an dieser Stelle noch niemals ein Sondergesetz gefordert, was Frauen verbietet, aus Opferschutzgründen wieder zu Tätern zurückzugehen? Hallo, ich bin Alexa Müller. Ich habe bei Hydra hier in Berlin das Peer-Projekt mitgegründet. Wir bieten Weiterbildung und Workshops in Bordellen, Sexkinos, Flatrate-Orten und so weiter an. Ich finde, hier fehlt einiges. Es fehlt seriöses Wissen. Dazu gehört seriöse Forschung, die muss finanziert werden. Wir brauchen partizipative Forschung. Das ist was, was uns Sexarbeitern und Sexarbeiterinnen wirklich helfen würde. Es fehlt, dass unsere entzückenden Klienten und Klientinnen auf der Bühne sitzen. Dann klappt nämlich das gar nicht mehr mit diesem Opfer-Täter-Schwachsinn. Und ich würde gern kurz erzählen, ich hänge jede Woche mit Kolleginnen rum, während der Arbeit sozusagen, während ich mit meinen Kolleginnen, die sehr viel besser ausgestattet sind als ich, diese Workshops zu machen, die sprechen nämlich Rumänisch, Bulgarisch, Thai, wir diskutieren alles Mögliche, von Analtechniken über Arbeitsbedingungen, Privates, wir reden natürlich viel über Stigmatisierung. Und auffallend ist, dass fast überall, wo wir einfach so fragen, was könnte denn besser laufen, was fehlt, kriegen wir fast überall eine Antwort und das ist bezahlbarer Wohnraum. Okay, ich glaube, ich habe jetzt alle gesehen. Ich habe noch eine Frage. Ach so, okay, ja. Sorry. Und zwar würde mich interessieren, was ihr auf dem Podium zu sagen habt zu Strategien gegen Stigmatisierung. Und ich stimme zu, ein paar Leute haben das schon gesagt, das ist das Einzige, was unseren Beruf wirklich unterscheidet von anderen. Was gibt es für Strategien? Danke. Pike, darf ich mit dir anfangen? Meine Liebe, in einer Viertelstunde Strategien von 6 Leuten und mal eben schnell erfinden. Wir bleiben ja im Gespräch. Auf jeden Fall gemeinsam. Ich wollte mir einen Punkt rauspicken, weil der so öfter mal moniert wurde. Kann mal jemand sagen, definieren endlich mal, was Prostitution ist und was Menschenhandel und was Zwangsprostitution. Und das unterscheidet sich doch nicht wirklich. Doch. Prostitution ist semantisch,
worttechnisch, gesetztechnisch ein Geschäft zwischen zwei geschäftsfähigen, rechtsfähigen, erwachsenen Personen sexuelle Dienstleistungen betreffend, einvernehmlich gegen Geld. Alles andere ist entweder Gewalt, Vergewaltigung, Nötigung, Menschenhandel oder ähnliche Straftaten, die in unserem Strafgesetz alle erstens berücksichtigt sind, zweitens hochgradig bestraft werden und drittens der Polizei sehr viel Arbeit machen und die auch erledigt werden und der Staatsanwaltschaft insgesamt der Strafverfolgung. So, das ist also alles vorhanden. Man kann das sehr wohl auseinanderhalten und es gibt politische und auch wirtschaftliche Interessen dahinter, das ständig zu vermischen. Es ist nicht zu vermischen. Wir haben hier über Prostitution reden wollen und darüber, was das mit unseren alten, bekannten Sexual Politics, für die wir alle teilweise in den Generationen hier sitzen, zu tun haben könnte und wo wir da heute stehen. Darum ging es. Und das war aus der Einladung im Internet und sonst wie auch sehr klar zu lesen. Ich würde gerne nochmal auf die Zahlen zurückkommen, ob es jetzt 70%, ob es jetzt 90% sind. Eine Mehrheit heißt ja noch nicht, dass die Leute Wissen haben. Also ich habe auch zu allem möglichen eine Meinung. Ich habe eine Meinung zu UFOs. Ich habe keine Ahnung von UFOs. Die Frage ist tatsächlich, wen möchte ich denn an einen Tisch holen, wenn über ein Prostitutionsgesetz geredet wird? Da möchte ich doch die Expertinnen an den Tisch holen, mit Unterstrich. So, da möchte ich doch, und das ist in Schweden nicht passiert. In Schweden ist eben nicht mit den Sexarbeiterinnen zusammen ein Gesetzesentwurf gemacht worden, sondern, und das ist ja immer wieder angeklagt worden, und das ist in anderen Ländern passiert. Und da ist, wenn man dann zurückgeht, also wie Island oder so, wenn man dann zurückgeht und fragt, wie ist denn die Annahme, wie sind denn die Leute, die in dem Bereich arbeiten, wie zufrieden sind die mit dem Gesetz? Da ist die Zufriedenheit natürlich deutlich höher, wenn man mit daran beteiligt war. Ich kann nicht auf alles eingehen, aber ein Punkt ist spannend gewesen. Was Sie als dritte Wortmeldung gesagt haben zu dem Spannungsverhältnis einerseits von Berufsfreiheit und andererseits der Würde des Menschen. Um das wird es gehen. Es wird um die Fakten gehen. Wird das Bundesverfassungsgericht oder der Europäische Menschenrechtsgerichtshof, einer von beiden wird darüber zu entscheiden haben, überzeugt sein von den Wirklichkeitsbeschreibungen, wie sie stärker ich vorgetragen habe, oder von den Wirklichkeitsbeschreibungen, wie sie Frau Biermann vorgetragen hat, wenn wir die Masse der Menschen betrachten, die in Deutschland als in Anführungszeichen Prostituierte arbeiten. Das ist nun mal der Sammelbegriff, egal ob sie in einem Flatrate-Modell arbeiten oder ob sie eine sogenannte Edelprostituierte sind, die selbstbestimmt tatsächlich das auswählt, was sie tun möchte. Das wird massiv bestritten, dass das die meisten können. Nein, ja, das stelle ich mal sehr in Zweifel. Aber ich stimme Ihnen in einem Punkt zu, und das ist hier auch, glaube ich, von Ihnen angesprochen und von mehreren Wortmeldungen kam das, was uns bisher fehlt. Wir haben es zweimal versucht, ohne dass wir die Förderung bekommen haben, ist eine wirklich repräsentative Befragung von Prostituierten, wie ihr Leben läuft. Das hat bisher keiner getan, von daher kann jeder behaupten, was er will. Wir beide haben Streit darüber, was für die Mehrheit der Prostituierten in Deutschland heute gilt. Ich gehe eher davon aus, dass sehr viel Leiden abläuft. Sie gehen mehr von Selbstbestimmung und eher Ausnahme aus, dass die Frauen ausgebeutet werden. Das bleibt aber jetzt im Raum. Das kann keiner von uns beiden klar beweisen. Es gibt bisher in Deutschland keine verlässliche Forschung, die irgendwelche Zahlen vorlegen kann, die mit einem wirklichen Querschnitt von Prostituierten nach den Regeln der Forschung ermittelt worden sind. Das ist nach wie vor ein Defizit, über das wir nicht hinwegkommen. Was wir haben, sind qualitative Forschungen. Das haben Sie ein bisschen runtergemacht, aber ohne Grund. Das ist wirklich eindrucksvoll gewesen, was die bulgarischen Frauen dort, solange sie reden wollten, erzählt haben. Dann waren sie erschöpft und sagten, es reicht mir jetzt, können wir aufhören. Und dann nach 3 Stunden oder 2 Stunden, wann immer sie das gesagt haben, war das Gespräch zu Ende. Aber das war dann schon unter die Haut gehend, was die an Leiden geschildert haben. Also es wird um die Fakten gehen und die Rechtsprechung wird zu Recht warten, wer seine Thesen belegen kann.
davon wird es abhängen. Geht es um die Würde des Menschen im großen Stil oder ist es nur in Ausnahmefällen verletzt und im Regelfall entscheidet die Prostituierte, was sie will? Dann gewinnt die Berufsfreiheit. Ist, sieht es anders aus? Ist es eine kleine elitäre Minderheit, denen es so geht, wie die hier Anwesenden es darstellen? Dann vermute ich, wird sich das schwedische Modell europaweit durchsetzen können. Das ist die spannende Frage, aber die ist ganz stark eine empirische Frage. Dann hatten Sie drüben mich angesprochen zur innerfamiliären Gewalt. Dazu haben wir nun wirklich grundlegende Forschung machen können. Die erste 1992 hatte noch Horrorzahlen erbracht, dass 3% der Frauen außerhalb ihrer Familie zum Beispiel Opfer massiver Gewalteinwirkung geworden waren, aber 13,8 innerhalb der Familie und das mehrfach, während die Außengeschichten oft einmal Pech gehabt in der falschen Kneipe gewesen waren. Und dann haben wir gefordert, dass die Polizei das Recht bekommt im Gewaltschutzgesetz, was dann auch kam, dass die Polizei das Recht bekommt, meistens 96% der Festgenommenen, die bei solchen Gelegenheiten festgenommen werden, sind Männer, diese Männer für 14 Tage aus der Wohnung zu werfen und mit Richterbeschluss für ein halbes Jahr dafür Sorge zu tragen, dass der nicht mehr zurückkehren kann. Und parallel dazu läuft engagierte Sozialarbeit, die Frauen dabei zu unterstützen, dass sie sich von diesem Kerl trennen, dass sie ihren eigenen Weg finden, dass sie nicht mehr von seinem Geld abhängig sind und so weiter. Das ist ein Ergebnis von engagierter Forschung gewesen, die Politik überzeugt hat. Und das Ergebnis ist fantastisch, denn wir haben 2011 mit denselben Fragen wieder 10.000 Menschen gefragt, was ihnen zu Hause widerfahren ist. Die Rate der Frauen, die von ihren Partnern geschlagen worden ist oder vergewaltigt worden ist, beides ist auf die Hälfte zurückgegangen. Das ist erkauft damit, dass die Zahl der Polizeibeamten, die bei solchen Einsätzen so schwer verletzt werden, dass sie dienstunfähig werden für mindestens eine Woche, sich mehr als verdoppelt hat. Aber das tun die, weil sie sagen, es ist sinnvoll, hier den Kopf hinzuhalten. Wir verändern dadurch was in diesen Familien und die Basis war Forschung. Von daher vielen Dank für die Frage. Ich habe nur noch, es gab noch einen wichtigen Punkt, den ich, ja... Frage noch, welche Frage von wem? Die Prostituierten nicht so schützen wie die Ehefrauen, meinen Sie? Ja, genau, was die Vertreterin vom Deutschen Frauenrat gefragt hat. Also es geht nicht um Ehefrauen, es geht um innerfamiliäre Gewalt, egal ob die verheiratet sind oder nicht, Partnergewalt. Nein, Erlaubnis, Anzeigepflicht für Eheanbahnung. Also wir haben nachher auch noch Gelegenheit, draußen weiterzusprechen. Ist das okay? Oder also die Frage war, wenn man, ja genau, die Frage war, warum gibt es nicht für Menschen, die in Ehen sind, ähnliche Sondergesetze? Ich verstehe überhaupt nicht, was die Frage soll. Menschen, die in Ehe sind, in Partnerschaften, nein, in Partnerschaften meinen Sie vielleicht? Und welche Gesetze soll es dann für die geben? Vielleicht kann die... Vielleicht, ich habe es nicht verstanden. Können wir das jetzt nicht hier, das Podium einfach fortsetzen? Gehen wir einfach mal weiter. Ja. Ich denke auch. Nein, aber dazu noch mal ein kurzer Kommentar von mir. Das ist ja super, was Sie da berichtet haben. Aber interessant ist doch auch, Sie sind nicht auf die Idee gekommen, die Ehe zu verbieten, sondern Sie haben den Opfern in diesen Situationen geholfen. Und genau, das muss das Bestreben sein. Ja, also das ist auch sicherlich auch Ihr Bestreben, das würde ich natürlich überhaupt nicht in Abrede stellen, aber an der Stelle fehlt es sicherlich massiv. Also, und das ist schon natürlich auch ein gesellschaftliches Problem und letztendlich auch ein Thema von Stigmatisierung, dass für innerfamiliäre Gewalt eben Forschungsmittel zur Verfügung gestellt werden und alle möglichen Personalaufstockungen und so weiter stattfinden. Das gleiche Problem in der Prostitution wird eben nicht so beachtet und wird nicht mit Forschungsmitteln ausgestattet und so weiter. Das ist das Problem. Ein Punkt gab es noch, auf den ich ganz kurz sprechen kommen will. Da drüben wurde gefragt, ob wir uns mit gleichem Engagement um diese Themen kümmern. Wir haben gerade einen Forschungsantrag gestellt und zwar Ausbeutung. Jetzt geht es Ausbeutung in anderen Bereichen. Unser Forschungsantrag, der noch nicht entschieden ist, geht dahin, die Aktivitäten der Rockergruppen im Bereich der Arbeitsausbeutung, wo sie
Billigkräfte aus Osteuropa holen und bei uns in den Schlachthöfen unterbringen und die unter grauenhaften Bedingungen dann zusammengepfercht leben müssen, ihre 3 Euro kriegen und ausgebeutet werden nach Strich und Faden. Dass wir das erforschen dürfen, und es ist noch nicht entschieden, aber das geht mit demselben Engagement wie die andere Forschung, die uns bei der Rocker-Forschung interessiert. Was tun die im Bereich der Ausbeutung von Frauen im Prostitutionsbereich? Es ging aber nicht um Forschung, sondern Sondergesetze, und in dem Fall wäre nämlich das Arbeitsschutzgesetz dann zuständig. Ne? Ja. So, jetzt noch ein kurzer Satz zu dem Thema Menschenwürde, Berufsfreiheit, also wir haben ja auch noch einen anderen Freiheitsartikel, Artikel 2, das sozusagen Recht der allgemeinen Handlungsfreiheit, und es war tatsächlich ja bis 2001 die herrschende Meinung der Auffassung, dass die Frau, die freiwillig und selbstbestimmt der Prostitution nachgeht, damit gegen ihre eigene Menschenwürde verstößt. Ich bin sehr froh, dass diese Sicht nicht mehr die herrschende Meinung ist, sondern dass die herrschende Meinung jetzt davon ausgeht, dass unter diesen Bedingungen, wie ich sie gerade beschrieben habe, der Frau sowohl das Recht der allgemeinen Handlungsfreiheit als auch das Berufsrecht, also das Recht auf freie Berufswahl zur Verfügung steht. Dogmatisch ist es bei uns mittlerweile, wenn ich das richtig überblicke, so, der Staat, und das ist auch meines Erachtens richtig, sie haben die allgemeine Handlungsfreiheit, das heißt, sie dürfen alles machen, solange sie nicht die Gesetz gegen Gesetze oder gegen die Rechte anderer verstoßen. Eine weitere Grenze zieht der Staat dort, wo sie sich selbst töten wollen. Da muss der Polizist einschreiten, wenn er sie erwischt, da haben sie nicht die volle Handlungsfreiheit. Und das ist eine rote Linie, die kann man akzeptieren. Ich finde, es ist auch nicht ganz richtig, aber man kann es akzeptieren. Aber ich denke, von dieser roten Linie ist eine Frau, die sich freiwillig zur Prostitution entscheidet, weit entfernt. Und es ist nichts anderes als diskriminierend, einer solchen Frau zu sagen, sie würde nun ihre eigene Menschenwürde verletzen, weil sie eben nicht für voll genommen wird, weil man ihre Entscheidungsfreiheit nicht als solche akzeptiert. Also ich würde mir sehr wünschen, dass wir zu diesem Dogma nicht zurückkehren, und ich denke, bin da auch zuversichtlich, was Europa angeht, denn der Europäische Gerichtshof, also nicht der für Menschenrechte, sondern der Europäische Gerichtshof hat schon vor sehr langer Zeit entschieden, dass Prostituierte Niederlassungsfreiheit haben. Weil der Europäische Gerichtshof damals schon sehr früh, als Deutschland noch nicht so weit war, gesagt hat, das sind Unternehmerinnen. Unternehmerinnen haben innerhalb Europas Freizügigkeit, und das gilt auch für Prostituierte. Insofern ist da schon mal vor sehr langer Zeit ein Punkt gesetzt worden, der genau in diese Richtung auch geht. Ich wollte gerne mal darauf zurückkommen, auf die Stigmatisierung und was für Strategien man denn da ansetzen könnte, um die Stigmatisierung aufzuheben, um uns endlich mal gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu lassen. Wir sind, glaube ich, auch der einzige Berufsbereich, der immer noch mit einer Vielfalt an wunderbaren Sondersteuern besteuert wird, sei es Vergnügungssteuer, Sexsteuer, das Düsseldorfer Verfahren, das länderspezifisch oder teilweise kommunenspezifisch festgelegt wird, indem man vorab pauschal irgendwelche Steuern einbehält. Uns wird durch Berichte des Bundesrechnungshofs mal pauschal unterstellt, Sexarbeiter würden ihre Steuern nicht bezahlen, wir sind alle Steuerhinterzieher, wird das so von offizieller Ebene mal angenommen. Es wird im Gesetz auch teilweise noch von so diffamierenden Äußerungen gesprochen wie der Gewerbsunzucht, wie zum Beispiel noch in § 55 des Aufenthaltsgesetzes vorkommt, was natürlich absolut beleidigend ist. Also aus der Zeit sind wir einfach mal raus, und das müsste einfach mal alles angepasst werden. Das wäre schon mal ein wichtiger Schritt, eine vollständige Gleichberechtigung zu schaffen und uns einfach auch als Beruf anzuerkennen. Da gibt es natürlich viel mehr Strategien, das werden wir jetzt auch hier in der Kürze nicht beantworten können. Also ich finde entscheidend, und das hat mir an dem letzten Panel etwas gefehlt, dass man die verschiedenen Situationen, in der Prostituierte diesem Gewerbe nachgehen, voneinander unterscheidet. Und wenn man das nicht präzise beschreibt, kann man auch Missstände, die es auch in diesem Berufszweig eben auch gibt, nicht wirklich bekämpfen. Man muss unterscheiden zwischen frei gewählter Prostitution, von Menschen, die eine sozusagen sozial und von ihrer eigenen Handlungskompetenz völlig frei sind, was sie machen. Gelegenheitsprostituierte, die das einfach nebenher machen, um sich Urlaub oder irgendwas anderes oder Studium zu finanzieren, ganz häufiger Fall. Gibt es Armutsprostitution, und das ist nicht das gleiche wie Zwangsprostitution. Armutsprostitution ist ein Mangel an Ressourcen, und Prostitution ist unter verschiedenen Möglichkeiten in diesen Fällen häufig die beste oder sinnvollste Wahl, um
Geld suggerieren für den eigenen Lebensunterhalt, den Lebensunterhalt der Familie und der eigenen Kinder. Und wer über Armutsprostitution und die Bedingungen da zu Recht Kritik übt und Verbesserungen fordert, der darf über Armut nicht schweigen. Und das ist eine Diskussion, die mich maßlos aufregt. Ich habe kein Wort von Ihnen, Herr Pfeiffer, gehört, zu der Frage, auch nicht von der schwedischen Botschaft, was man denn gegen die Armut in Bulgarien und Rumänien macht, dass die Menschen hier freiwillig herkommen und sich zum Teil wirklich zu Billigpreisen verkaufen und trotzdem noch das Gefühl haben, es geht ihnen zwar schlecht, aber immer noch besser als zu Hause. Ich war in Bulgarien und in Bulgarien in Roma-Lagern, in Elendsquartieren, wo ich Leute gesehen habe, die gerade aus Deutschland zurückkamen und freiwillig wieder zurückgegangen sind. Die lebten in Bulgarien in unvorstellbaren Bedingungen. Und wer kann das nicht repressiv lösen? Diese repressiven Vorschläge, schwedisches Modell, was Sie ja bei Frau Schwarzer unterschrieben haben, läuft darauf hinaus, eure Armut kotzt uns an, die wollen wir nicht mehr sehen, bringt die Leute zurück nach Bulgarien, damit sie aus dem Augen sind. Und eine ihrer Kronzeugin, Frau Konstabel in Stuttgart, Sozialarbeiterin in einem Projekt für Prostituierte, die mir ihre ganzen Geschichten, so wie sie sie auch schildern, erzählt hat, was Prostituierte ihr erzählt haben, die natürlich auch nur das Klientel sieht, sozial selektiv, müssen Sie als Kriminologe wissen, welche Daten erhebt man und dann quellenkritisch fragt, welche Daten habe ich nicht erhoben, sind natürlich die Problemfälle, die Menschen, die Schutz suchen, die ein Problem haben, die unter Umständen unter Druck gesetzt werden und dann Zuflucht suchen für eine bestimmte soziale Situation. Hat die alles erzählt und dann hat sie gesagt, ja, aber da kommen, also manche kommen auch wieder und sagt, ja, wenn es so schlimm ist, wie sie schildern und wenn die dann mal sozusagen denen entfliehen, warum kommen die denn dann wieder? Ja, weil die sagen, dann ist es hier noch besser. Und dann hat sie gesagt, ja, sagen Sie mal, Sie schimpfen hier über diese Situation, ich finde das auch alles dringend verbesserungsbedürftig, aber haben Sie sich mal angeschaut, wo die leben und dass das vielleicht für die einfach der letzte Ausweg aus einem noch schlimmeren Elend ist. Und wenn man das in Rechnung stellt, dann muss man bei dem Thema Armutsprostitution überlegen, wie können wir in bestimmten Bereichen Ausbeutungsverhältnisse zurückdrängen durch Kontrolle, in denen die Frauen und Männer in dem Job ein anständiges Geld verdienen und dass ihnen auch niemand das in die Tasche greift und das wieder absahnt. Und zum anderen müssen wir die Handlungskompetenz von Leuten stärken. Wenn die herkommen und kein Wort Deutsch sprechen, ist es ein Versagen des Sozialstaates, wenn sie auch auf niemanden treffen, der ihnen sagt, was ihre Rechte in diesem Land sind, wo sie Gesundheitsuntersuchungen kriegen, wo sie bestimmte Angebote von Hilfe nachfragen können. Wenn wir die Leute nicht empowern, dann kommt natürlich dabei heraus, dass sie ausgeliefert sind. Das ist aber nicht nur eine Frage von Gesetzen, das ist eine Frage, wie viel Geld investiert man in soziale Infrastruktur, um solche Probleme auch zu lösen. Und ich habe das Gefühl, wir haben hier eine Mittelschichtsdebatte über Armutsprostitution, die das einzige Ziel hat, diese Armen aus dem Weg zu räumen, aber nicht das Ziel, die Armut dieser Menschen tatsächlich wirkungsvoll bekämpfen. Wer nämlich Alternativen hat, auch anders Geld zu verdienen, der muss sich nicht ausbeuten lassen in der Prostitution, der kann sich das überlegen. Wer keine Alternativen hat, der wird diese Sachen auch unter elendsten Bedingungen weitermachen. Und unter elenden Bedingungen soll niemand der Prostitution nachgehen, das soll jeder frei entscheiden können. Und auch nicht auf dem Bau arbeiten müssen und da auch den Arbeiterstrich ist die gleiche Problematik. Und das andere ist die Frage, und auch die wird heuchlerisch geführt, ist die Frage der Zwangsprostitution. Konservative Politiker jammern seit Jahren darüber, wie schlimm das alles ist. Die Zahlen des Bundeskriminalamts geben es nicht wirklich her. Seit 2002 ist die Zahl zumindest nicht gestiegen. Wahrscheinlich ist sie sogar gesunken, zumindest die in der polizeilichen Kriminalstatistik auftaucht. Aber natürlich ist jede Zwangsprostituierte, jedes Menschenhandelsopfer, ob zur Arbeit oder zur sexuellen Dienstleistung, eines zu viel. Aber wer ernsthaft da kämpfen will, der darf aber auch keine Sekunde scheuen, im Aufenthaltsrecht endlich reinzuschreiben, dass Menschenhandelsopfer einen Aufenthaltstitel hier in Deutschland haben und nicht abhängig von der Aussage- und Anzeigebereitschaft. Weil wer seine Kinder noch in der Heimat hat, von der sie verschleppt wurden, oder seine Familienangehörigen, der kann auch nicht
wenn hier in Deutschland sonst was angeboten wird, frei aussagen, weil er das Leben seiner Verwandtschaft riskiert. Also ohne vernünftige aufenthaltsrechtliche Regelung und valide Opferschutzprogramme, die auch die Familie mitschützen, wird man nie der Täter Herr werden. Und deshalb ist die Debatte verlogen, weil diese Sachen werden mit einem Federstrich zu erledigen, macht man aber nicht. Wie? Da haben wir jetzt Menschenhandelsopfer abgeräumt. Ach, man kann auch wirklich alles mit allem verbinden und die Welt ist schlecht und die Grünen auch. Einverstanden. Wir sind in fortgeschrittener Zeit und am Ende der Veranstaltung. Ich wollte eigentlich noch eine Schlussrunde machen, aber ich glaube, wir sehen alle etwas erschöpft aus und freuen uns darauf, dass wir jetzt gleich runtergehen können und vielleicht auch noch mal beim Glas Wein oder beim Bier zusammen sprechen können. Ich möchte aber vielleicht noch zum Abschluss sagen, ich hatte Ihnen ja am Anfang angekündigt, dass das Thema Prostitution den Stachel ins Fleisch treibt und das scheint mir hier ziemlich evident geworden zu sein, mehr noch als wir das Ganze. Wir hatten eigentlich vor, diese neue Moralisierungsdebatte, die im Moment über Prostitution geführt sind, einzuordnen in frühere feministische Diskussionen, frühere Diskussionen über Emanzipationsbewegungen und zu gucken, wo wir heute stehen und von daher dann sozusagen zu diskutieren, welchen Handlungsbedarf es gibt. Das ist ein bisschen anders gelaufen jetzt hier, aber ich hoffe, Sie haben trotzdem einigen Nutzen draus gezogen und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und einen guten Heimweg. Vielen Dank. Und ich möchte mich bei dem Podium bedanken.